Da gebe ich euch begrüßen für das Gemeinderatssitzung, wo wir als wichtigsten Punkt den Budget von der Stadt Eschternach um Ordre du Jour und wird auch unser erster Punkt als von der Séance Publique. Dafür drin ganz kurz, ob ihr mal da aufverstanden seht, dass wir den Punkt 19 PAP Mittelgrund 2 geben, 4 holen. Wir haben nämlich einen Herr vom Büro d'Etude hier am Haus. Für das Thema nicht den ganzen Gemeinderat muss werden bis zum Schluss, sodass wir die geben, nur den Punkt 6 vom Pakt Klima drin holen. Da kann der Mann dann noch heimgehen. Voilà. Als das verschiedene Anverstände stellen, tschüss zum Wort, für einfach sicher zu sehen. Da. Okay, tipptopp. Merci. Dann geben wir bei dem Budget kommen. Budget rectifié von 2023 an den Budget von 2024. Ich meine, dass viele Ränge von euch all bewusst, dass das Budget das wichtigste Dokument ist, was wir im Jahr hier am Gemeinderat deliberieren und diskutieren. Gerade so wichtig und unumgänglich als die alljährige Präparation vom neuen Budget um Niveau von der Politik, aber auch um Niveau von dem Gemeindepersonal. Für den neuen Chefrat und auch für mich persönlich war es ein spannender, aber intensiver Exerzis, den ein paar Wochen gedauert hat, aber bei dem es doch wichtig ist, dass wir uns Zeit dafür holen, dass wir mit Zeiten da aufhängen, was ein Punkt ist, bei dem wir uns sicherlich auch noch verbessern können, weil das ein groß envergüertes Budget ist. Ich meine, da muss ich ganz, ganz frei da aufhängen. Merci all denen, die um Budget mitgeschafft haben, die Kollegen aus dem Chefrat, aber auch die Beamten, Stellvertretenden, Claude Melcher als Sekretär für die ganze Präparation und all die Kontributionen, auch für, die zum Budget gemacht wurden. Für uns zwei Wochen hatten wir auf dieser Platz eine Arbeitssitzung für den Budget dem Gemeinderat zu präsentieren, das in Präsenz von all guten Beamten, die mit um Budget geschafft haben. An derselben Woche war ich auch an der Finanzkommission für die Finanzsituation von der Stadt Eschernach an auch das Budget vorzustellen. Letzten Donnerstag hatten wir dann auch den Avis von der Finanzkommission zu dem Budget. Dafür auch merci der Finanzkommission für den Echange und auch den Avis, den wir rekruten, aus dem ich übrigens ganz viel Konstern und auch Rekommendationen auch wirklich teilen. Parallel zum Budget sollen wir als Gemeinde auch einen pluriannuellen Finanzplan präparieren. Das soll laut der Zirkulär vom Interieur bis Februar 2024 herangeschickt gehen. Die Präparation vom sogenannten PPF geht am besten parallel zur Präparation vom Budget vom nächsten Jahr gemacht, mit einer direkten Vue, ob die prävisionellen Budget von den nächsten Jahren. Das ist etwas, was die letzten Jahre nicht so gut funktioniert hat, was man aus sich an der Situation, wo wir sind, besser müssen machen, für dass wir die Vue auf die nächsten Jahre auch in Zukunft haben. Für dieses Jahr war die Parallelpräparation vom PPF nicht möglich. Wir haben aber mit den Beamten festgehalten, dass der PPF am Laufe des Monats Januar präpariert wird, für dass wir ihr als Konseillerin und auch der Finanzkommission diese PPF dann am Februar präsentieren können. Ja. Ehe ich auf den Contenu vom Budget kommen, ein paar Worte zu dem Abbau vom Budget, respektive auch den Indikationen am Budget. Die hat gemerkt, dass das Budget auf verschiedenen Punkten ein neues Nuss gekriegt hat, wie die letzten Jahre, und zumindest die schon am Gemeinderat dabei waren. Das Basisdokument ist natürlich dasselbe, dass es auch vier gab. Wir haben eine ganze Reihe Annotationen, Explikationen an das Budget integriert. Das ist etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, für somit einerseits für Transparenz und Klarheit zu sorgen, andererseits aber auch für euch selber, respektive auch als Beamten, für das Budget besser das ganze Jahr über am Blick zu behalten. Wenn wir dann als erstes auf den Budget rectifié von 2023 gucken, da schwätzen wir direkt als Finanzsituation von der Stadt Eschernach an. Am Koalitionsakkord zwischen der LSLP und der DP hatten wir schon den Konstat gemacht, dass die Finanzsituation, die dieser Chefrat geirft hat, ein ganz prekär ist. Am Juni waren es 60 Millionen Schuld, heute sind es da 63.
am am Ampra von 20 Millionen, die wir letzte Woche vom Innenminister approbiert haben, an dem wir auch dringend sehen müssen, kommen wir dann auf 83 Millionen Schuld. Was seht ihr aus der Schuldensituation? Sie seht es ganz klar, dass wir als Politik nicht unreflektiert agieren können. Aber besonders müssen alle Möglichkeiten für finanzielle Unterstützung vom Staat ausgelot gehen und noch akzeleriert umgesetzt gehen. Das war in der rezenten Vergangenheit leider nicht immer der Fall und auch das müssen wir verbessern. Und ich lege persönlich ganz, ganz viel Wert darauf, dass wir uns auf diesem Punkt auch als Statistiker noch verbessern. Wenn wir da konkret auf 2023 gucken, hat die Gemeinde von den 47 Millionen Ampra, die am Budget 2023 vorgesehen waren, 2023 auch 35 Millionen Ampra gezogen, sodass als Schuld auch am Ganzen des Jahres considerabel geklommen ist. Für was haben wir die Suen gebraucht und auch die Ampraen gebraucht, die das Jahr effektiv gezogen haben? Größtenteils haben wir die Suen gebraucht für Projekte, die Heibannen unternehmen gedroht gehen. Die dickste Montant von 2023 ausgehen für den Campus Gare, mit der neuen Schule, der Maison Relais, Platz für den CDI plus den Chauffage Urbain und Parkhaus auf der La Gare, wird Ende März fertig soll gehen. Für den Aufriss von der aller Sportzahlen mit Schwemm und den Montage von der Sportzahl am Breil und für Infrastrukturarbeiten, hauptsächlich an der Nordagert, wo ein rund 120 neue Wohnunitäten können geschafft gehen, aber auch für Arbeiten am Kader von der Junction Morgenstern, wo ja auch ein Teil von den Kosten muss von der Gemeinde gedroht gehen. Neben den Depensen 2023 bleiben auf der Einnahmeseite 2023 bleiben wir relativ weit, nachdem, was letztes Jahr beim Wort envisagiert gauf, am Platz von 75 Millionen, die wir als extraordinäre Setten gestimmt hatten, ging da am Budget rectifié just entre guillemets 40 realisiert. Wenn man sich das genau anguckt, dann muss man sagen, dass die Einnahmeseite vom Budget 2023 letztes Jahr doch aber ziemlich unrealistisch war. Es war mit Sicherheit das politische Budget für die Wahlen, aber es gab noch immens viel an heisch Resetten an das Budget angesagt, die aber nicht unbedingt der Realität entsprachen. Ohne schon auf den Budget 2024 anzugehen, das ist ein Punkt, den wir an der aktuellen Koalition auch verbessern wollen, sowie das auch an unserem Koalitionsakkord festgehalten wurde, an dem es mit diesem Budget und auch in Zukunft, wie wir es auch geschrieben haben, eine responsable Budgetpolitik soll gemacht gehen. Zu dieser Responsabilität gehört auch, dass wir eine seriöse Subsidiepolitik für die Stadt Eerste noch machen. Ich hatte es vorhin schon angeschaut. Wir können es an der aktuellen finanziellen Situation nicht erlauben, dass Subsidien, das heißt staatliche Hilfe, die wir können an Anspruch holen, nicht gefroht gehen, respektive, dass wir sie nicht kriegen. So, das ist aber etwas, was ich an den letzten Wochen trotzdem leider müssen feststellen, es sind eine Reihe Hilfe, nämlich leider nicht gefroht gehen. Und das ist dann aber schwierig. Drei Beispiele, wo in der gesagt ist, aber Zommen sind, diese Channel und vielleicht am Einzel, an der Einzelzommen nicht abfallen, mit ja, wenn dem Gesamt-Channel aber etwas ausmachen. 2021, könnt ihr euch erinnern, haben wir 250.000 Euro für vier Schalien um Camping als Gemeinde finanziert. An dem Budget von den letzten Jahren hatten wir für dieses Subsid von 100.000 Euro oder ein Subsid von 50.000 Euro für genau diesen Punkt anstehen. Und es hat sich aber herausgestellt, dass wir das Subsid nicht gefroht haben. Und ob nur froh beim Tourismusminister, haben wir auch gesagt, kriegt, dass wir an a priori auch zwei Jahre drauf nicht mehr können kriegen. Ein anderes Beispiel ist d'Entrée vom See. Auch ein Projekt, den am PPF, am Plan Pluriannuel vom Tourismus, ein Schmatt indiziert gauf. Ein Rentrée auch von 50% von den Kosten, die wir da sollen als Ausgabe haben. Wir haben da 500.000
ungefähr an der See gestach. Und das ist ein Punkt, wo wir zwar auch recht fertig gehen, aber wo ich einfach so tun, wir probieren es wenigstens nach. Normalerweise müssen die Demand des Subsid am Vierfeld gemacht gehen zum Projekt, weil es sind aber 250.000 Euro minderien, die hier noch abstehen und die wir a priori zu gut tun, wie das eligibel Subsidien sind, sodass wir probieren, mit über Kurier einfach zu suchen, halt, dass etwas selbst vergisst gehen. Wir freuen trotzdem die Subsidien nach unten. Selbst bei der Paulsplatte auch ganz flotte Projekte. Ich meine, es sind alles flotte Projekte, aber wo a priori dann nicht die Demande gemacht werden, wie sie hat sollen gemacht gehen. Und ich kann sie so weiterführen, aber es geht mir aus, ich lasse meine Drums für nicht mehr Konstanz zu machen, von dem, was dann nicht so gut geklappt hat. Es läppert sich, wenn ich das zusammenrechne, und das kann nicht so weitergehen. Das muss man ändern. Wir müssen da mehr rigoureus gehen und wir müssen die Subsidien, die möglich sind, auch alle gut freuen. Und ich so nach ein paar Grad an der Situation, wo wir eben heute sind. Dabei also doch wichtig, so wie wir das als neue Chefrat in den letzten 5 Monaten gemacht haben, dass sie regelmäßig den Kontakt mit unseren wichtigsten Interlokutoren am Niveau vom Staat behält und auch Echangen auf Anhecht mit unseren Partnern da hat. Als Beispiel kann ich die Indemnisation von den Heischwasserschäden nennen. Finanziell ist der Bilanz von dem, was wir entschädigt haben, bislang relativ mehr. Bei über 20 Millionen Schäden, respektive Ausgaben, die wir nur im Heischwasser, wenigstens im Heischwasser, und hauptsächlich für die Schule und den Sport hatten, haben wir neben den 2,1 Millionen passiert, um gehen, noch weiterzukommen. Dabei werten wir uns, wie wir das auch in der Reunion vom 21. September gemacht haben, darauf berufen, dass an der Decision vom Innenminister, wo wir die 870.000 Euro kriegt haben, weil da drastung steht, dass es eine echte Tranche ist. Das heißt, wenn es eine echte Tranche ist, dann ist an Mengen an mindestens noch eine zweite Tranche dran. Das ist etwas, was wir schon gesagt haben, was wir auch weiter werden sollen. Als Staat braucht nämlich die Hilfe do von den, vom Staat am Kader vom Heischwasser. Für 2023 aufzuschließen, nach ein paar Zahlen, durch die Kosten von den dicken Projekten an der Contrepartie, die zum Teil nicht gefrorenen Subsidien, haben wir trotz ein positives Resultat am ordinären Budget, ein globales Minus von 8 Millionen für 2023 zu verbuchen. Mit einem Überschuss aus dem Konto von 2022 von 3,7 Millionen steht um N für 2023 ein Mali von 5 Millionen am Budget. Demnach ein Minus von 5 Millionen, mit dem wir an das Jahr 2024 rangehen. Mit dem Irren von dieser schweren Finanzsituation komme ich dann bei dem Budget vom Jahr 2024, wo es uns natürlich als Chefrat darum geht, für uns politische Akzente zu setzen. Für direkt umzuknappen, ob etwas fertig zum 2023er Budget gesucht tun, es gibt für 2024 keine 75 Millionen Anfragen gebraucht, für das Budget zu equilibrieren. Wir brauchen für 2024 einen potenziellen Anbrauch von 4,2 Millionen, für an den finanziellen Equilibrium zu kommen. Damit haben wir als Chef Roth den responsable Approach beim Budget 2024 gewählt, wie wir sie auch an unserer Chef Roths Erklärung genannt haben. Ein Approach, den wir auch vom Innenminister und Herz gelöst haben, an dem wir mit diesem Budget auch umsetzen. Was machen wir
am aktuellen Ist-Zustand am Jahr 2024. Mit wenig Spielraum probieren wir, das Maximum rauszuholen, mit gezielten Projekten, Mesuren, die wir wollen vorbringen, für die Lebensqualität an erster nach Hecht zu halten, ein flottes Zusammenleben von unseren Bürger zu assurieren und weiter als Staat nach außen attraktiv zu sein. Einzelgesehen sind es vielleicht Klangschritte. Summa summarum, also da war konsiderabel ermöglicht, dass ganz viele Punkte aus dem LSAP-DP-Koalitionsakkord umgegangen gehen, respektive können umgesetzt gehen. Ohne alles können abzuzählen, picken nicht die wichtigsten extraordinären Projekte aus dem Budget 24 raus. Wir investieren an Heischwasserschutz. Wir werden nächstes Jahr mit dem RUB Rue du Pont kommen, das dritte Puzzlestück nom RUB Benedictin an RUB Gare, das uns mehr Heischwasser sicher soll machen. Wir investieren an unsere Kanalisation, an den Wasserreso und werden am Lauf vom Jahr 2024 auch, so wie es uns schon mal lang imposiert ist, den Wasser- und Aufwasserpreis gerade für den Auffallpreis kostendeckend machen. Par rapport zu den aktuellen Taxen können die Bürger hier unsere Berechnungen noch mit leichten Anpassungen noch überrechnen. Wir investieren in Straßen, wo ich für den Auto hauptsächlich die wasserbilliger Straße will rauspicken, die zu einer verkehrsberuhigten Straße geht und für den Velo, ein Fußgänger und Velosweg von der City managen an der Kehr von Irsternach. Wir schaffen weiter an neue Logemente, an dem wir nur der rezenten Approbation von unserem neuen PAG eine Reihe Modifikation punktuell an Angriff wollen holen an uns am bestehenden Perimeter ob Planung von zusätzlichen Wohnungen an den Ort der Gärt sowie ein neuer Spielplatz an den Ort der Gärt an am Kehr von Irsternach ob der Standsetzung vom Käuferhaus konzentrieren. Parallel zu den Gemengeprojekten wäre mir natürlich die Umsetzung von anderen öffentlichen und privaten Wohnungsbauprojekten wie Managen an Mittelgrund, wo jeweils auch Infrastrukturarbeiten auf uns durchkommen. Wir setzen als Chefrat auf neue Wirtschaftszweige zuerst danach. Einerseits, indem es das Shoppingprojekt weitergeführt wird, für neue Betriebe anzuziehen. Dafür gilt es, wichtige Voraussetzungen zu schaffen, notamment das Mobilier Urbain, am Laufe des nächsten Jahres am Kehr von Irsternach zu erneuern, Toiletten an der Rue des Merciers auch erneuern an zusätzlichen Parkplätzen neben dem Parkhaus, das nächstes Jahr fertig wird, bei der Aller Jugendherberge schaffen und an der Rue des Benedictins auch planen. Andererseits, indem es zusätzlich Industrie- und Aktivitätsflächen am Alpha Weiher und an der Schmatzort geschafft gehen, für neue Betriebe umzuziehen. Es gibt da eine ganze Reihe Betriebe, die aufklappen, für auf Irsternach zu kommen, und wir wollen denen die Monten als Stadt Irsternach auch gerecht gehen. Wir investieren dann auch in Sportinfrastruktur mit einem größeren Projekt für den Fußballterrain, wo wir auch schon eine Zeit lang drüber schwätzen, an dem wir auch wollen umsetzen. Wir denken aber auch an unsere Natur und die Umwelt, mit einer anderen der Begrenzung von der Stadt, weiteren Blumenwiesen und Obstbäumen, die gepflanzt gehen, Dreschemauern, die wir abrichten wollen, an der Planung vom Konzept von der Tiny Forest an Irsternach. Damit bleiben wir auch weiterhin aktiv mit konkreten Mesuren im Bereich Naturpakt und Klimapakt. An dem Kontext will ich auch auf unseren Park gehen, den 2,5 Jahre nach dem Heischwasser noch immer in einem relativ schlechten Zustand ist. Der Staat als Proprietär von einem großen Teil vom Park und hat du wenigst auch selber angefangen, den Park auf der Basis von einer historischen Etude an die Reihe zu setzen. Das ist mir wichtig, heute zu sagen, weil wir gehen, und dir geht sicherlich auch alle Guten, wie oft darauf angeschaut, wie der Zustand von unserem Park ist. Bitte. Weil der Staat das Erbeste möchte, stehen für den Park, außer den Minigolf, den wir erhalten wollen, kein Erbeste an unserem Gemengebudget. Das ist vielleicht ein Froh, den neben den anderen von euch sich gestaltet hat. Vom Park steht am Anfang just der Minigolf an dem Budget. Trotzdem insistieren wir als Stadt Irsternach und haben das an den letzten Monaten auch schon ein paar Mal gemacht,
dass da bestimmt die gemacht gehen, Misea vier kommen am Park. Am September konnte mir auch von der Freier Kulturminister Zoso, dass schnellstmöglich Luchten installiert gehen und dass Beam am Park nicht sicherheitskonform geschnitten gehen. Trotz dieser mündlichen Zoso von der Minister sind die Sachen um Terrain noch immer nicht gemacht. Wir assistieren weiter als Gemeng, erwarten aber auch, dass der Staat seine Verantwortung überhält an den Park, notamment was die Sicherheit von den Leuten angeht, endlich an drei setzt. Der Park soll auch in Zukunft für uns die Gringlung am Kehr von gestern noch bleiben, an den Bürger, den Leuten, die hier schaffen oder Trippel kommen, den Touristen, die bei uns kommen, eine flotte Kader bieten. Teil von unserem Gemengebudget ist aber natürlich auch Kultur an den Tourismus. Dazu gehören unter anderem ein Konkurs d'Architekt vom neuen Marquis-Projekt, der Standsetzung vom Lützert, einem Refuge für Refraktäre während dem Zweiten Weltkrieg mit einer Promenade Souvenir, die Erneuerung von den Fenstern an der Jugendherberge und generell auch weiter Arbeiten um Echternacher See. Dann investieren wir, was die Energiepolitik angeht, an ein Hackschnitzellager für Tolls für ein Chauffage Urbain drischen zu lehnen und ersetzen auf Führer und Mesure alle als öffentlich Luchten auf LED. Und für Matalust von den extraordinären Projekten aufzuschließen, investieren wir an Mobilität Dus, das heißt die Fußgänger und Velosführer, mit zum Beispiel sekurisierten Straßenübergängen, Neuwehr wie vom Managerhof oder der Verlängerung vom Trottoir an der Grégoire Schupp für beide Fußweh zu kommen, den auf der See feiert. Und denken dabei auch immer an Personen mit eingeschränkter Mobilität, unter anderem mit einer Etude für einen Glattstreif, die über den Pavé feiert zwischen der Fußgängerzone und der Basilika. Aber auch, und das hat er am Budget auf Purplätze gesehen, mit diversen Analysen, die zur Accessibilität von öffentlichen Gebäuden gemerkt haben, das ist eine Obligation, die wir haben, bis 2028, dass wir die öffentlichen Gebäude müssen accessibel machen, wo dann noch eine ganze Reihe Etüden an diesem Budget an dem Sinn vorgesehen werden. Mit allen anderen Projekten, die ich nicht extensiv ausschwätzen kann, komme ich dann auf Zahlen für 2024. Da sehen wir am ordinären Budget Depensen von 36,2 Millionen, Resetten von 37,2 Millionen für und rechnen damit mit einem Boni von einer knapper Million. Am extraordinären Budget rechnen wir mit Depensen von 29,1 Millionen und Resetten von 34,1 Millionen, was dann einen Boni von 5 Millionen ausmischt. Mit diesem Montant kommen wir dann mit dem Minus von 5 Millionen, mit dem wir an das Jahr 2024 rangehen, um Ende vom Jahr 2024 mit dem proposierten Budget nicht auf ein positives Resultat mit einem Plus von einer knapper Million. Voilà, das ist das Budget, das wir als Chefrat zu dem Bot stellen an kann dann als Fraktion und als Conseil zu diesem Budget Stellung holen. Da gebe ich euch merci so an. Da fängt eine Schön. Okay. Und für alle Leute will ich auch gerne in der Verwaltung mit dem Gemeindesekretär stellvertretend, aber auch vielleicht dem Gemeindesekretär für seine Funktion, ich weiß nicht, wen gerade da mitgewirkt hat. Merci, Sohn, für die Zusammensetzung für diesem Budget. Den nämlichen Merci geht auch an die Finanzkommission für ihren hilfreichen und detaillierten Rapport, den uns als Fraktion immer erlebt, eine politische Interpretation zu machen. Mit einem Budget signalisiert Exekutiv, also die Majorität, hier Vision für die kommenden Jahre. Hier stellen wir fest, dass die neue Chefroute und Kontinuität von der letzten CSV-LSAP-Majorität festhält. Das hat er schon an dem Koalitionsakkord gewiesen und noch beim Budget. Außer dass in am Koalitionsakkord wieder Ideen, Projekte kann niederlegen und in einem Budget mit konkreten Fakten muss kommen. Hier müssen wir feststellen, dass eine gewisse Kontinuität zu sperren ist, mit einer ganz gebremste Kontinuität. Die letzte Majorität wird fertig gebracht, durch die Investitionen erst noch aus dem Deflow wegzurisseln
an eine Zukunft zu schaffen, wo die Lebensqualität und eine soziale Responsabilität eine zentrale Rolle gespielt haben. Neue Arbeitsplätze durch Erweiterung von der Industrie zu und vor allem durch die Aufhörung vom City Outlet, neue Logementsprojekte wie Dr. Gerd mit Lkun, neue soziale Wohnungen, ein neuer Campus Scolaire, ein Sportiv und vor allem an drei Sätzen von Häusern, die die Gemeinde kaufen wird, mit dem Ziel für mehr abordable Wohnungen für die schnellen Bürger zu ermöglichen, die in einer prekären sozialen Logementsituation sind, erleben. Alles das steht hier in diesem Budget noch dran, mir ohne die nötige Ambition und politische Courage für das kohärent und kontinuierlich durchzusetzen. Ja, die fährt richtig für die Vitesse, die du war, weiter zu treiben. Die bremst nicht, die hält Karriere an Bremse, geht immer dann nicht an den nächsten Gang. Du musst aber wissen, dass wenn ich sehr nervös bin und dann so ein Manöver möchte, dann ist es ganz gefährlich. Ich fange mit dem Shopping-Projekt an. Weil du wärst vom City Outlet-Projekt für anfangs 25 geplant hast, kriegt unser Bruder, der seit Jahren ein gutes Arbeit gelegt hat, Teilchen vom Budget gestracht. Gerade an diesen Zeiten, wo es immer mehr dringlich geht, für ausstehende Geschäfte zu retten, ist wichtig und an der Nährung droht, die nötigen Ressourcen für gelungenen strategischen Implementierungsplan für die City Outlet zu deblockieren. Die City Outlet kann die Geschäftswelt neu beleben, mir das nur wichtig, die nötigen Ambitionen zu signalisieren. Weil es gibt kein Plan B und das für allem zu spät für Plan B zu haben. Wenn wir am Frühjahr 25 Brettwelle sind und eine gelungene Ouvertürwelle haben, dann muss an einem Jahr alles stehen. Dazu gehört an unseren Ehren, ein Marketing-Offensiv, wo wir an diesem Budget keine Trasse sehen. Und das ist ein Projekt, das finanziell auch interessant für euch nachkennt. Wir müssen es als Invest verstehen, wo der Gemeinde nur 2 Jahre erlaubt, die Personen nicht zurückzukriegen und als weiteres seriös Reset-Kommunal zu haben. Und plus hätten wir weitere Arbeitsplätze geschafft und die Geschäftswelt, die zusammen mit dem Tourismus und Kultur eng zusammenhält, nicht angekurbelt. Wie gesagt, dann mit unserem Haus sind wir da weitergekommen. Sind wir in Kontakt mit potenziellen Investisseuren, die sich hier könnten mitbeteiligen. Zum Logement. Erst nach gehört zu den 15 Gemeinden hier im Land mit einem signifikativen Deven an die Sozioökonomik. Erst nach wird mit der Residenz an der Rue de Mercier mit knapp 5-6 Appartementen, die wir zusammen mit dem Office Social gerieren. Das geht bei weitem nicht durch und wir müssen heute uns von den abordablen Wohnungen drastisch an die Luft bringen. Nächstes Jahr wollen wir mit unseren Käufer für diesen Zweck renovieren. Ja, wichtig und richtig. Wir haben in den letzten Jahren haben wir 2 weiter große Objekte gekauft. Die Leute konnten nur gekündigt. Am Budget haben wir keine so viel gesehen, für die Wohnungen zu renovieren und erklären, dass wir finanziell und personalmäßig nicht packen dürfen, für das zu realisieren. Logementsituation mit all den sozialen Konsequenzen, die wir gut kennen, müssen zu den höchsten politischen Prioritäten gehören, vor allem bei so Gemeinden wie einst, wo denn an die Sozialökonomik so da war. Komm, wir vergessen nicht, dass wir als Gemeinde nicht alles finanzieren müssen. Der Logementsminister kann sich bis bald 75% mit einer Edeler Pierre beteiligen. Dafür haben wir auch eine Änderung des Pakt Logement 2.0 unterschrieben. Die Häuser sind nicht gekauft und an Eidel gemerkt, wo die Leute viel Ängste kriegen, für das staatliche Verwaltung herankommen sollen. Das kann ich ruhig am Quartier integrieren, unter dem Vereinshaus, weil dem Quartier neue Kasche geben. Weil wenn der Kannerheim bis Eidel geht, kann er eine Synergie für viele staatliche Akteure und Verwaltungen planen. Ein ähnliches Sitz, wo das machbar wird, wie im Sitz von der Gare, wo wir so ein Gebäude planen können. Die Häuser, wo die Leute eine ganz schlimme, prekäre Situation gelebt haben, sollen als sozial abordable Häuser renoviert gehen. Zum Kapitel Industriezonen. Lassen wir als Gemeinde so viel Zonen an den Kopf geholt haben, für Terrain an der Industriezonen zu kaufen, sind wir verwundert, dass an diesem Budget keine so viel gesehen sind, für die nötigen Infrastrukturarbeiten zu ermöglichen, für die nötigen Remembrement zu ermöglichen. An dem Kontext sind wir verwundert, dass es hier ihre Budget noch immer nicht gestimmt wird. Und wir wollten einfach fragen, wo die letzten, auch wenig die letzte Komitee vom CIA war. Aber wie gesagt, auch für nächste Zeit heraus. Kann man vergessen nicht, dass wir heute mit solch einer Gemeinden am Boot sind, die sich vielleicht nämlich vorstellen. Heute riskieren wir eine ökonomische und wirtschaftliche Entwicklung zu bremsen, die für unsere ländliche Region und vor allem auch für unsere Finanzen wichtig sind. Ein Kapitel, den uns auch viel zu kurz kommt, ist der von der Kultur. Wir müssen unbedingt gucken, was wir am Hiof machen. Was ist das neue Konzept vom Hiof? Wenn wir nicht an dem Dossier weitermachen, dann riskieren wir auch heute auf dieser Platz einen weiteren historischen Ruin zu kriegen. Was machen wir mit dem schönen Rundement, den für Sprangpressionen gedurcht wird? An den 2020 sollte angeweiht gehen, an den von dir, Carol, an der Chambre mit einer urgenten Frau und kulturministerisch gebremst gehen ist. Wenn wir wirklich das schöne Monument noch EU am Gemengen Atelier am Plastik lösen. Auch hier hat mir am Minpa schon echt Diskussionen geführt in einem neuen Emplacement. Wo sollen wir hinkommen? Ja, es finde die finanzielle Situation als ganz delikat, wenn es einen hohen Anbrennen. Ah ja, da muss ich schon aufpassen, wer die finanziert, wen nicht finanziert, wie wer die nicht finanziert. Wir verschiedene Decisionen verstehen wir einfach nicht. Ein gutes Beispiel ist als Bordsituation. Weil wir Kontakt damit gebündelt haben, werden wir nächstes Jahr mehr Suche spüren. Bis dahin fanden wir das ganz gut.
aber es extrem steuert, auf mir ich vor den Deel von Kontakte können, mit der größeren Botsfirma sind die supplementär 10.000 Euro, die mir ausgewerten, für zu kontrollieren, ob Botspersonal auch wirklich gut gebotzt wird. Komm ja ein Optimator. Auch von der Firma aus kommen alle meistens die nämlich Leute als Gebäudebotzen, die zu bald 100%ig Damen sind. Auf welcher Situation setzen wir die Damen, wenn sie wissen, dass zu allen Moment die kommen kann, für hier schwer Arbeit zu kontrollieren? Das geht nicht. Als war nicht an enttäuscht in der Approche. Am letzten Chefverrot hat mir sogar gesperrt, für nächstes ein oder zwei Botspersonal für die Gemeinde anzustellen, also unsere soziale Responsabilität mehr Rechnung zu drohen. Wir sind hier ganz weit fortgekommen davon, und wird man nicht verstehen, zumal wenn alles AP am Chefverrot sitzt. Das ist gut, dass wir so Kontakte bei ihnen bündeln, mit dem Mann erhört sich. Wenn etwas sollte schief gehen, dann haben wir genug Leute im Terrain, die das schon machen, dafür brauchen die Damen nicht noch einen extra Druck. Trotz unseren hohen Anbrennen haben wir einen Exzedent von 4,5 Millionen am ordinären rektifizierten Budget von 23. Ja, wir haben einen Anbrennen, aber von denen rund 60 Millionen Euro, die wir bis lohnen, müssen zählen, aber wo nach Anfang nächstes Jahr 20 Millionen beikommen, sind zwei ganz große wichtige Eventmente, die als auch zwischen 30 und 40 Millionen Euro kosten. Das ist einerseits den historischen Hechfässer, den allgemein rund 20 Millionen kostet, und das auf der anderen Seite als Markis, weil das schlussendlich auch zwischen 10 und 20 Millionen bis nur kostet. Punkt durch staatliche Subsidien würde neue Chefverrot nicht am Budget stehen haben, wird nicht von staatlichen Verwaltungen oder Instanzen konfirmiert genannt. Aber da müssen wir zwei große Monten beisetzen. Punkt durch Hechfässer wird der Regierungsrat 2021 schon ganz 50 Millionen Euro deblockiert. Das ist nicht gesucht gehen, die sind de facto vom höchsten politischen Gremium gestimmt gehen. Und dann ist es nicht ein demesurierter Approach für Subsidien dran zu setzen, dann ist es auch nicht, weil wir nicht ehrlich sind, wir ein Gemeinde muss können mit einem Budget etwas signalisieren. Wenn wir keine Suche für gesehen bei der Reset extraordinär, wie ein Message signalisiert den Landemader. An der Budget-Zirkulär steht klar dran, dass man so Estimationen draufsetzen kann. Exceptionnellement, des aides prévisionnelles, mais non encore confirmées par écrit, peuvent figurer au budget en recette avec une justification appropriée. Also, wenn die Schwester keine Exception ist, wo eine appropriierte Justifikation wird, dann weiß ich auch wirklich nicht, wen das so interpretieren kann. Punkt der Markis. Wissen wir, dass die Regierung die Funde national klassiert hat. Die Demos nicht ist, hat die Gemeinde invitiert, sich mit einem Propos, mit einem Raumprogramm zu positionieren. Sie geben sich anhand von der Propos äußeren an den Teilswirschen auch als demolische Regierungsmann assuriert, dass sie sich an Architekten mega viel und Kosten vom neuen Projekt bedienen können. Die Piste muss mir nur gehen, und hier sind wir nicht an einer Exzeption, die wir budgetär justifizieren können. Muss nicht mehr lang, wo der Kulturminister klar gesagt hat, dass die Funde eine internationale Wahl hat. Wir wollen sogar eine internationale Wahl hat, dann muss der Staat sich damit responsabilisieren und finanziell Verbindlichkeit weisen. Das sind aber zwei Events, mit denen man ein Budget absolutisieren kann und muss, wenn man als finanzielle Situation kennt. Wir dürfen nicht abgehen und für alle Suchen rundherum die zwei außergewöhnlichen Projekte kämpfen. Da geht und kann auch als finanzielle Situation schon ganz anders aussehen. Zum Budget-Rektifier von diesem Jahr werden wir als ganz kurz zählen. Mit einem Boni von 4,4 Millionen Euro, was nicht ganz einfach ist für Value, und einem Boni von 3,7 Millionen Euro vom Konto 22, also von einem Boni von rund 8 Millionen Euro, geht das ja einem Chefrot an Fondkonfirmation gehen und den Auftrag validieren für die Kontinuität mit der nämlichen Ambition, auf Vitesse von den letzten Jahren weiterzuführen. Weil wir mitresponsabel sind für diesen Exercice, stimmen wir der Budget-Rektifier vom Jahr 2023 mit. Wenn wir in unseren Gemeinden aber nicht an den Winterschlaf zurückschicken, wo wir zwischen dem ersten und zweiten Gang in der W-Werte sind, werden wir das Budget 24 nicht mitstimmen und geben der neuen Majorität auch rekommandieren, das Motto von der Gemeinde hier erst nach zu ändern. Erst nach eine Gemeinde Bewegung, als de facto nicht mehr gültig. Erst nach eine Gemeinde, die Angst hat, oder erst nach eine Gemeinde, die schlafen will, wäre vielleicht mehr passend. Zunächst, merci. Also, es wird ja immer politisch Satire gefehlt, mit der Teil ist besser wie Trevisos wäre. Also, ich komme ganz kurzen Punkt drauf. Wir gehen nur Zöllen an, die Quote von der Finanzkommission effektiv gut annimmt. Ich meine, Carol, du hast gesagt, dass ihr, wenn wir da ihr, das ist effektiv ganz schwer. Dafür, wenn ich Vierredner Ricardo von der Kontinuität geschwört, ist sie froh, dass wir an der finanziellen Planung nicht mehr an der Kontinuität sind. Und dann endlich in die Richtung gehen von einer realistischer, verantwortlicher Finanzpolitik für die Planung von einem Budget geht. Ich meine, das muss einfach ein Kehr so wie das. Ich meine, mir haben 2023 gesagt, dass die globale Minus von über 8 Millionen gehabt hat. Das
Das ist wirklich impressionant. Und ich meine, wenn wir an der Schule wären, dann müssen wir dem alle Chefrot so in sich an stellen und zu schummen. Und wir sehen aber auf der anderen Seite auch der neue Bujamisch, auch vielleicht dann dem neuen allen Teil vom Chefrot, wenn sie da vielleicht eine Bekehrung kriegt, so ein Trebier wird ausschaffen von diesem Budget umgegangen ist, für und allem wird Transparenz auch geht am Ausschaffen. Du weißt, also ich meine, was die Punkte geht, sieht mir jetzt ganz positiv so, muss man so, wir stellen fest, dass eine neue Wand bläst, eine andere Wand bläst. Und wir spüren die neue Handschrift, auf jeden Fall wert, wie gesagt, Topstellenugängers, Teilschaffenugängers und auch Zusammenschaffen von dem Budget. Dann natürlich auch kurzfristig mit das meistens einfach der Mammutaufgabe für sein Budget gestellt. Bon, für ein Jahr haben wir gesagt, wir geben uns enorm viel Sorgen machen. Sorgen auf der Seite von den Schulden an unseren Zinsen, das sehen wir heute, wo wir da stehen. Und wir generell gesagt, dass wir eine unverantwortliche Finanzpolitik hatten. Und dem uns gut effektiv gesagt, das wäre grave Akkusationen. Aber wir stellen halt fest, sie waren absolut richtig, die Akkusationen, die wir gemacht haben. Es war richtig, dass wir gesagt haben, es sind so viele Subsidien dran, die nicht nehmen, dass man sie nicht kriegt, finalement. Aber so viele Subsidien dran, die wir einfach carrément nicht angefragt haben. Ich meine, wo ich am meisten das viel darauf angehe, das ist ein Punkt, den uns aber ganz wichtig ist, wenn wir schwätzen viel, was das kostet, aber da kommen wir gucken mal, was uns das alles kostet, was wir nicht angefragt haben. Und ich meine, gerade am Tourismus, viel daran, dass es erwähnt ging, als ein Tourismuschef Ricardo, du weißt in der Zeit, alle guten die Subsidien, die nicht angefragt sind, das hat gemengt viel zu gekostet und das sind nicht just zu, die nicht haben, das ist quasi, wie wenn sie einfach an den Sand gesetzt haben. Ich hoffe, dass wir da noch können abholen und dass wir die Sachen können gut machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns mit den Subsidien. Ich meine, du siehst mal, dass wir auch hier an den anderen, in eine andere Richtung gehen. Und das ist etwas, wo wir darauf hoffen, dass wir auch hier werden, darauf rauskommen, dass wir drei Sachen davon nach erstens zurückkriegen und dass wir an der anderen Seite aber mit einer guten Zusammenarbeit werden hier kommen, dass wir viel von den Posten, die wir als Subsidien angedrohen, dann auch wirklich als Subsidien werden können kriegen. Generell sind wir froh, wenn wir realistisch Montant 4 gesehen. Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Bon, was wir topstellen oder die Analyse von einem Budget geht ab eine Förderung, die wir hätten oder was wir für gut fanden für nächstes Jahr, wäre, was wir auch schon oft gefragt haben als kleine Fraktion, die Ventilation noch Tipp von Ausgaben hätten. Da gibt es eine Reihe Logiziellen, die das gibt am Menschen, das gibt auch generell manchmal Chef oder Menschen für über die Jahr eine Meditation darüber zu haben, wo ich stehe und noch weil ich pro Tipp von Ausgaben hat. Bon, da kommen wir zur Priorisierung, das ist dann eine andere Wolle, wo wir natürlich aus unserem Blickwinkel auch dieses Budget geguckt haben, an eine ganze Reihe Punkte haben, die wir wollen wir auf den Weg gehen, respektive die wir bemängeln. Ich meine, wir haben aktuell zwei Hauptelementare Sorgen an unserer Zeit, der eine ist als Umwelt, der andere ist uns sozial ungerecht geht. Ich meine, das sind zwei ganz wichtige Punkte, und Carol wird auch noch darüber gehen, wo wir was aus unserer Sicht hier nicht genug den Akzent drauflegen. Natürlich ist es so, dass wir eine ganz kleine finanzielle Spur tun. Danach muss ich gucken, dass auch da eine gewisse politische Priorisierung möchte. Dass die Shopping erst nach vier Runden geschwärzt gehen, auch hier. Wir wissen, dass wir schon Millionen ausgehen und die Resultate sind noch immer nicht da. Sie sind ganz mehr. Und auch hier müssen wir uns freuen, auf welche Richtung wir wollen weitergehen. Ich meine, das ist ein Punkt, den es ganz stark um Herz legt. Dafür wird politische Priorisierung geht an die einzelnen Domänen am Budget. Da geht Carol Lönnecker darüber an, was als Qualifikation davon ist. Merci. Ja, merci. Ich probiere nicht so lange zu sehen, wie der Christoph bloß schon gesagt hat. Begrüßen wir natürlich ausdrücklich als die kriegen, dass das Budget technisch besser aufgestellt ist und das geräumt wird. Endlich schläfen wir nicht mehr im Bierch von eigentlich unrealisierten Posten für uns hier. Geht, dass wir das technisch abschaffen, natürlich begrüßen, bleibt aber noch Luft nach oben. Wir sind um gute Weg und wünschen uns auch, dass wir für nächstes Jahr, wie Christoph schon angeschaut hat, und ich habe doch schon bei unserem Sekretär an auch der Bürgermeister ein Kommando auf den Weg gehen, dass das die erste Kehr, dass man das freuen, dass man für eine Arbeitssitzung nächstes Jahr vielleicht Ausgaben und Einnahmen pro Projekt können durchgestaltet kriegen, weil Lesen vom Budget mir einfach geht machen. Ich denke da zum Beispiel um das City Shopping, wo ihn ein bisschen die Übersicht verliert. Digi-Programme müssten das ermöglichen, sollten optimal genutzt gehen, dass wir auch als Bürger können klar weisen, wer wir zum Beispiel Bereiche, Kanner, Soziales ausgehen, wirtschaftliche Entwicklung, Mobilität oder Kultur
aber auch den Invest an unser Naturpatrimoine, den Klimaschutz und Klimaupassung. Das drei Gruppierungen sind Themen an ihr prozentuelle Durchstellung gegen als Geneweisen, wie nachhaltig geschafft wird, aber wo er Prioritäten sind. Das schon gesagt gehen, wir haben in den letzten Jahren immer darauf hingewiesen, dass wir budgetär am Mauer laufen. Das ist bewusst, dass es schwierig ist, für die Majorität aber wichtige Projekte umzugehen. Trotzdem wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, am bestehenden Budget neue Akzente zu setzen und die knappen Mittel anders zu nutzen. Ich erkläre mich, was fehlt uns. Wir sehen an diesem Budget, so wie auch schon nur der Schäferoths Erklärung bemerkt, keine Reorientierung und auch keine neuen Akzente. Das ist der nächste Punkt, wo ich mit Ricky d'accord war. Ich hatte mir wirklich auch erwartet, dass gerade an einer gerade eine Partei, die das sozial am Namen hat, eine LSAP und dieser neuen Konstellation, Akzente gesetzt hat am Sozialen, bei der Armutsbekämpfung und am sozialen Wohnungsbau. Angesichts von unserer Bevölkerungsstruktur fanden wir es eigentlich unverantwortlich, vis-à-vis vom Bürger, dass die Sozialwohlleh mit so wenig Mäuern an diesem Budget vertreten ist. Ein genereller Kritikpunkt von uns ist, dass dieses Budget wenig für sozial schwache Bürger mischt und nach weiterhin viel öffentliche Gelder investiert gehen an Shopping, an den unhängenden Kästen, wie weiter Parkingen oder ein gülen öffentliche Toilette. Und das, wo man noch nicht mal wissen, ob die Shoppingprojekte etwas gibt. Ob man dadurch wirklich die lokale bestehende Geschäftsleute in den Darm greifen. Die wissen es um dich, wir sind auch immer davon überzeugt und das haben wir immer gesagt in den letzten Jahren, dass wir mit dem Shoppingprojekt riesige Fehler machen. Ein Fehler, den übrigens mehr groß steht, schon an den 80er Jahren gemacht haben und die nur in der Zwischenzeit immer in eine andere Richtung planen. Aber wenn man mal an einer steht, den Leerstand gucken gehen, können wir feststellen, dass wir mit unserem Glauben und einem ewig wussenden Konsum so los bei sind. Und gerade weil die Verschuldung, das schon angeschwärt gehen von unserer Gemeinde, also viel Sorgen möchte, ist es wichtig, die richtigen Prioritäten für die Zukunft zu setzen. Immer bei den Prioritäten kommen und nach ein paar Fragen zur Verschuldung, das betrifft den generellen Umgang mit diesen. Carol, du hast für drin an den Arriert der PPF angeschwärt, das heißt, du hast da dieselbe Frage gestellt wie mir, und zwar, wie viele Millionen Schuld sind für den Schäferoth akzeptabel? Oder hast du eine Grenze gesagt? Wie viel ist für den Schäferoth das gesunde Maximum, den die Gemeinde pro Jahr kann remboursieren? Und wie kommen wir raus aus der schwierigen Situation, in der wir sind, an der als wenig Spielraum lässt, du hast es gesagt. An anderen Wieder würde ich eine gemeinsame Strategie gehen. An diesen Ehren gehen für uns gemeinsame Zukunft wichtige Projekte, die nicht der auf dem Spiel sitzen. Am Bereich Education, am Sport, am Bereich Patrimoine, mit dem wichtigen Fonds von der Marquis, aber auch die wichtigen Investitionen und Infrastrukturen für uns Gemeinde resilient zu machen. Unserer Meinung nach muss den Law als neue Majorität eine Strategie entwickelt tun, für Prioritäten umzusetzen. Wir hätten uns gewünscht, einen neuen Umgang mit Finanzen an Etüden, zum Beispiel der Campus Gare. Sportzahl. Wir haben nur der Heischwasserkatastrophe am letzten Jahr für enorm viel Geld ein provisorisches Sportzahl abgerichtet, ein Projekt, das die Fraktion von den Grünen natürlich mitgedrungen hat, für unsere Schulkinder und Vereine eine Möglichkeit zu bieten, ihren Sport weiter zu betreiben. Lo muss man aber feststellen, dass die Planung für einen neuen Sportzahl, der uns schon viel kostet, über 2 Millionen, nicht weiter betrieben wird, was heißt, dass die Suche komplett verloren an den Sand gesetzt sind. Da fangen wir von neu an, eine Neuplanung und evaluieren auch noch eine Schule, die knapp 30 Jahre alt ist, auch noch Platz zu machen, so wie es die Bausen hier so schenkt, viel Platz zu machen. Da muss man sich wirklich fragen, wie das alles gehen soll und wo die Suchen hier kommen sollen.
Als Bürger erwarten auch Antworten, zum Beispiel, was die Energieversorgung angeht, wo die selber gesagt hat, nachdem sie mal ein paar Mal noch gefragt haben, dass nach keiner Strategie in so kurzer Zeit kommt ausgeschafft gehen, obwohl sie auch an mehreren Jahren schon lange überfällig ist. Das verstehen wir natürlich. Aber wir fanden an diesem Budget aber auch keine Anhaltspunkte, dass darunter geschafft wird. An dem Kader fehlen als Doc Center vom Klimaschaffen. Ich fand es schon bemerkenswert, dass wir für 500.000 Euro ein öffentliches Toilett renovieren, ein Parking bauen, ein Haller Gas verschönern, alles wenn's dem Shopping, wie ich auch schon gesagt habe, aber Käse mehr fanden für eine Strategie für ein Energienetz an der Altstadt oder ein Ressourcencenter, für die Lohäuschen zu nennen. Es scheint uns, dass also Klimaschaffen mit 200.000 Euro, die hier in Allioas für den Punkt zur Verwüstung hat, zufrieden ist. Aber entre-temps gehen aber die Klimakatastrophe und die Energiekrise weiter und es wird wertvoll Zeit verloren, wenn wir nicht wirklich da aufschrauben sind. Ben, wir sitzen zusammen am Klimateam und wissen, dass man muss Gas geben. Klimapakt und Naturpakt spornen uns an, aber der politische Willen von der Majorität als ausschlaggebend für Dynamik. Dafür begrüßen wir natürlich auch, dass wir einen Delegierten Lohun am Service Technik an Klimafrohem an auch, dass den Klima- und Naturchefen Präsidents vom Natur- und Geopark überhält und du man da natürlich auch sich investiert an Responsabilität überhält. Ja. Vierten Rang hier klar zu sagen, es geht nicht darum, viel Neugelder zu mobilisieren, mehr alle Projekte auf den Licht zu holen, zu gucken, was unbedingt nötig ist, und mit dem Geld, was du hast, umzuschiften, das heißt, ein Invest zu machen für als Bürger und als Lebensqualität. An ihr den allen an neue Schaffen, der Lieblingssatz von unserem früheren Bürgermeister, haben seine Kontinuität überhüllt, an was für eine Welt wir die geringen Leben, will ich das direkt mal beantworten. An unserer Welt, ja? Ja, du hast das. Das war der erste Satz, den du nur der Schaffer aus Erklärung bräuchte. Von daher, du hast mich gepickt. Das ist. An unserer Welt verschließen wir dann nicht für die großen Herausforderungen. Wir hätten alles gemacht, für das Sozialpolitik Herzstück gewischt wäre von diesem Budget an diese Krisenzeiten. An unserer Welt kämpfen wir für Zusammenhalt und überhöht auch die Menge Verantwortung für sozialen und erschwinglichen Wohnraum. An unserer Welt wäre Klimaschutz und Klimaanpassung, das heißt Sicherheit von den Bürgern, klar am Budget erkennbar gewesen. An unserer Welt hilft gemengt, Ressourcen zu spüren und den Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft zu machen. Und so als Natur, unseren Lebensraum zu schützen. An unserer Welt holen wir den Know-how von unseren Bürgern und Geschäftsleuten erst, wenn sie an und spüren überflüssig Etüden. An unserer Welt hätten wir mal all die seelische Parkplätze, Projekte und Etüden gestoppt und hätten mal geguckt, wie voll das teure Parkhaus auf der Allergärt dann noch liegt. An unserer Welt gingen am Budget nicht just auf City-Shopping sitzen, mehr auf unser Patrimoine kulturell aufbauen und am Budget durch schon echt ein Zentrum fangen. An einer Welt, die so von Krisen und Instabilität geprägt ist, ist es wichtig, Fundamente zu erhalten, an den Leuten Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft zu gehen. Wir hatten also gehofft, dass wir an diesem ersten Budget von der neuen Majorität mehr neue Elemente geben können, wäsch von konservativ, mehr progressiv. Das technische Abschaffen war ein Kraftakt, wo wir erst dafür natürlich merci sagen, aber ohne als Beamte nicht möglich gewesen wäre. Ihnen alle große Merci, auch der neue zusammengestalten Finanzkommission, ein große Merci für das Analysieren vom Budget und dem Ausschaffen von einem für alle normal stiefliche, verständlichen und präzisen Avis. Für aufzuschließen, wie gesagt, nicht alles kann direkt sich am ersten Jahr vorgeholt gehen, mehr als einem Budget lesen die finanzielle Wolle, aber auch politische Prioritäten. Das ein Wort, die wir heute holen, über das politische Programm von der Majorität für das kommende Jahr. Aber wenn die CSV die Kontinuität gelöst hat, möchte eben gerade die Kontinuität als sorgen. Unsere Analyse noch, die wir hier gedrungen haben, stimmen wir die Grünen gegen das Budget und das sowohl für die Rektifier wie auch das Budget 24. So, merci.
Aber auch so geht das schon ein bisschen wie kurz. Aber ich meine, das so, weil ganz vieles sei angeklungen. Wir sind aktuell an einer extrem angespannt, schwierige finanzieller wirtschaftliche Situation. Wirtschaftlich ging es auch so und generell, nicht nur an Eastern. Aber trotzdem, mein Budget ist Politik. Und ich meine, die Heiten, die erweist dadurch, die muss. Und auch gerade an schwierigen Zeiten eben so ausgerichtet sind, für sowohl stabilen, langfristige Wurstum zu generieren, wie auch in gute Lebensqualität und Sicherheit für die Bürger. Und ich sage mal, dieses Budget 2024, den hat das angehalten, was man am Vierfeld versprach hat. Aber wenn du den Band hast, den er besonders, dass sich erwartet hat, da kann ich nicht mehr so an den das nicht realistisch, noch nicht mal zwei Fäße haben am Boden. Für uns ist das Budget von teilweise in der Kontinuität, von der Weitsicht, von der Vernunft und auch von der Machbarkeit. Machbar, das meine ich sowohl, trotz der angespannten Situation, dadurch vom finanziellen Wolle machbar ist, mir auch Point de vue Ressourcen vom Gemeindepersonal. An die vielen Punkte, die du abgelöst hast, Ricardo, da kannst du nicht gut recht gehen, weil all die Jahre für drin haben wir immer so viele Punkte am Budget, aber wir haben dann 45 oder 50%, wo man nicht mehr realisiert, weil wir doch teilweise nicht hinkriegen. Auch hast du gewusst, dass es extrem schwierig ist, aktuell in diesen Voraussetzungen viel Cash am Ordinären zu generieren. An Zeiten, wo eben die Energiepreise steigen, zahlen die Annuitäten, die Assurancen und auch Zinsen rupgehen. Tabt Einnahmequellen von ihrer Gemeinde als eben nun der Fonds de Dotation Global, dem verschiedene Kriterien innegeordnet sind. Und da, also ist Chef Rot im Gang, all hier Bewegung zu setzen, für da wirklich alles rauszuholen, was wir auch begrüßen. Ob das die Population ist, also ob das Neubauten sind. Neubauten, dafür kriegen wir natürlich immer ein ganz anderes Rating, was Densität anbelangt, Logement an. Und dasselbe das gilt auch für den ICC, für den Empor Commercial. Und das auch geschwart gehen hier für neue Wirtschaftszweige, was wir hier mehr performant, produktiv Betriebe herankriegen, was wir auch mehr Steuern herankriegen. Und da geht auch fleißig so geschafft, CF Schmatzucht, was wir hier auch begrüßen, aber doch lobenswert ist. An die zwei Punkten zusammen, die machen hier 67,7% aus, also den Fonds Dotation Global und auch den ICC. Natürlich gibt es Gemengen hier am Land, die auf 84% kommen. Aber ich meine, den ist Chef Rot hier umgegangen, als anzuschlagen, den also well die Richtige. Und dafür ging ich auch aufschließend diesem Chef Rot in ruhig und auch in glücklich Hand wünschen, was an der Zusammenarbeit zukünftige Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ministerien, auch was dann treiben betrifft von den Subsidien, die dieser Meinung nach ist 100%ig zustehen. Und ich ging mir nun Hartnäckigkeit und Ausdauer und auch Kompetenz ginge dich nicht fehlen. Merci. Ja, ich gebe dann noch ein paar Aufschlüsse für das so. Einerseits zum Budget 2023, ich meine, wir wissen alle gut, dass da der Budget aus der vergangenen Koalition den überholt ging, dass mit dem weitergeschafft ging, dass das an sich den Aufschluss von einer Periode, die eigentlich erst danach so noch nie gesehen hat, mit all den Projekten, die gestartet sind, die mittlerweile aufgeschlossen sind, respektive die im Aufschluss sind. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine neue Schule gebaut, wir haben ein Parkhaus gebaut, wir haben Tochter Gerd lanciert, das große Lotissementsprojekt. Mittelkronas lanciert. Es sind eine ganze Kopf Infrastrukturarbeiten gemacht, die mehr wie notwendig wären. Und wir wissen, dass danach eine ganze Kopf ausstehen, die äußerst notwendig sind und die müssten untermeiert gehen. Und so meine ich, dass der Budget 2023, der Direktiv je, auch wenn du vielleicht verschiedene Sachen abweist, die nicht so geklappt haben, wie sie sollten, aber trotzdem meine ich einen guten Aufschluss aus von einer Periode, die erst danach aber ganz stark weiter noch vier Brüche wird. Pardon. Wenn ich dann gucke, natürlich ist das Budget 2023 auch ein bisschen ein Spiegelbild von den letzten Jahren, die man hier erlebt. Und ich meine, wir haben angefangen,
für uns 12 Jahre, wir sind ein bisschen in eine Periode gekommen, wo ich für euch dann nachher Verhältnis der Person, dass wir gut gelebt haben, wir hatten eine relativ gesunde finanzielle Situation. Marschen dabei waren so, dass Zinsen bei Null stungen, Kreditgeld praktisch noch geheizt in einem gewissen Moment, sodass ich dann auch davon profitieren konnte, eben auch für die dote Projekte umzugehen. Weil ich meine, ohne die Situation hätte man das da nie realisiert. Wir sind natürlich da noch ein bisschen kahl erwischt gehen, einerseits durch die Covid, den Covid, der gekommen ist, wo die ganze ökonomische Situation natürlich auch drin gelitten wird. Aber wir wissen, dass die Ökonomie, das spiegelt sich am Niveau von der Gemenge Finanzen immer recht Periode noch zurück, wenn Dotationen kommen, wenn ein paar kommerziell könnt. Und da merkt ihr eben, dass da ein gewisser Rückgang war. Darauf sehen hatten wir dann natürlich Katastrophen, die Überschwemmung, die uns so weit an den Drang geworfen hat, die uns so viel kostet hat, aber wir nun die letzten Jahre sind Zinsen rapid geklommen, was natürlich nicht ganz einfach ist. Ich meine, dass wir steht für einen, den er prägt, wenn er einmal gesagt hat, innerhalb von einem Jahr klommen meine Annuitäten um das Doppel dreifach. Das ist natürlich ein ganz dicker Batz, auch für die Gemeinde, nicht nur für die Gemeinde. Und ich meine, das ist natürlich eine Belastung für die nächsten Jahre. Und das sehen wir eben nur am Budget für das nächste Jahr ganz klar, das ist eine große Belastung, die natürlich Ricardo sieht, lo Eis vielleicht an den Wanderschlaf bringt, so weit soll das nicht gehen. Aber natürlich ist es ein bisschen ausbremst. Ich meine, wir sind in der Situation, wie wir sie für ein paar Jahre hatten, lo, von der wir gut profitiert haben. Aber wir haben aber meine Sucht dadurch, wir konnten ganz viele Akzente setzen, die auch lo können, aber trotz alledem weitergeführt gehen. Natürlich mit den Meilen, die da sind, da das ganz klar. Breder schicke ich vielleicht ein bisschen mehr klein, die wir lo backen, aber trotz alledem. Ich habe gesehen, wenn ich gucke, all die Projekte, die abgezählt sind, die aber im Budget draufstehen, das sind nämlich die ganz großen Projekte, wo ich eine neue Schule bauen kann, wo ich ein Parkhaus bauen kann und so weiter. Das sind vielleicht die vielen Kleinigkeiten, die auch zur Lebensqualität von unseren Bürgern beitragen und die ganz wichtig sind und die man auch unbedingt muss machen, weil auch in der Vergangenheit, dass es oft gesagt wird, die hat so viel draufstehen und die merken das. Das ist nur ein Teilchen von dem gemacht, was er draufstehen hat. Und ich sehe auch, dass das eine Realität ist, aber das ist eine Realität einerseits von den Meilen, finanziellen Meilen, also eine Realität, wie der Marcel sagt, von den Meilen, von der Bande, von den Ressourcen, die wir haben. Das Logat gesagt, da gibt viel Geld aus für Etüden. Natürlich muss man die auch machen, weil intern können wir die nicht machen, das muss man da rausgehen. Und die muss man ja auch machen, für verschiedene Projekte überhaupt können umzugehen. Und da das ja noch immer etwas, wo man auch so den ganzen Aufwand, administrativen Aufwand für alles zu machen, das spiegelt sich ja auch auf viele Projekte zurück und auch an den Kästen. Und da muss auch vielleicht auch der Staat mal endlich auf den Weg gehen, dass sie von der Simplifikation administrativ können, dass man mehr Prozeduren und mehr Auflagen für verschiedene Sachen, weil wir das ja auch gesehen haben, verschiedene Projekte, wir gehen stark ausgebremst, ganz stark ausgebremst, sie wird am Park, sie wird auch bei der Marquis, wo die Gemeinde auch demnächst den Anspruch an sich geholt wird, für endlich an dem Projekt auch für uns zu kommen, für nicht immer das erste noch schlecht gestaltet mit dem Bild, die Marquis, die Ruin, der Schandfleck, den du hast. Da sind wir auch ausgebremst, wie wir bis heute noch keine Antwort vom Staat, von der Kultur kriegt, wie es da soll weitergehen. Und ich denke, das sind auch Sachen, die ein Gemeng ausbremsen in einem gewissen Sinn, aber natürlich auch ein Gemeng drin hindert, für die Projekte können zu realisieren. Und ich denke, der Chef Roth hat mit dem Projekt vom Budget für 2024 setzt aber Menge noch stark Akzente. Wir können die Lebensqualität von unseren Bürgern durchzusetzen und schwenken, das ist die prioritäre Aufgabe von einer Gemeinde, für das zu realisieren. Und schwenken, das sind unsere Bürger alle gute Schuldig. Und ich bin dafür auch der Meinung, dass der Budget mit den Meilen, die wir haben, da das bestmöglich wird rausschlagen. Merci. Merci, ihr alle guten für Ihre Remarken. Schüsse ein paar kleine Reaktionen.
Also der Berater vom Shopping, sein Budget ist nicht enthaltend gestracht. Der Budget ist just anders abgebaut. Wenn ihr das Budget richtig liest, dann seid ihr noch, dass der Budget nicht enthaltend gestracht ist. Ein Marketing-Offensiv wird gemacht gehen, als aber noch nicht von dem Freire Schäfer doch desideriert gehen, dann war auch lo vom neuen Schäferrot auch zu kurzfristig für das Projekt am Frühjahr 2024 zu starten. Es war auch, wie wir angefangen haben, noch kein SA gegründet und es waren auch nicht genug Surfassen dafür, dass das Shopping-Projekt direkt kann angehen. Wir haben uns als Schäferrot vorgeholt, den Dossier weiterzuführen. Also noch über 10 Stunden, dass das Shopping-Projekt ein Plus-Value für Stadt Irschen noch gibt. Und dafür schaffen wir weiter hart drin, für das Projekt auch 2025 zu starten. Was das Logement angeht, das ist richtig, dass Häuser abgekauft werden, dass auch schon angeschaut gehen, dass es nicht nur eine Sache von Finanzen ist, zu gucken, was ich kann machen, was der politische Spielraum ist, dass auch ich sage von Ressourcen an als Leute hier binnen, und da will ich sie dann auch an Schutz holen, sind aber mit dem, was die letzten Jahre auch auf größere Projekte da war und hier Limite gestoßen. Und das ist dann auch etwas, wo ich kann sagen, okay, wir können immer weiter Leute erstellen, das kostet aber auch etwas. Oder ich kann sagen, vielleicht können wir auch dann aber nicht alles realisieren, auch rein, was Manpower angeht, was wir da als zugelöst tun. Das heißt nicht, dass ich nicht möchte im Kontext Logement. Wir haben gesagt, dass wir auch der Gärt weiterfahren. Wir haben gesagt, dass wir das Käuferhaus als Priorität tun. Wir haben aber auch als Schäferrot ganz konkret Kontakt abgeholt mit dem Logementsminister, wo auch der Fonds du Logement dabei war. Und auch mit dem, hatten ein Interview mit dem Educationsminister, wo es eben gerade auch eine Suggestion war für vielleicht das ein oder andere Haus, was abgekauft ist oder was gemein lohnt. Auch an Projekten vom Fonds du Logement oder an Projekten für betreut Wohnen für die Education zur Verfügung zu stellen, natürlich mit einer Konvention, die das Ganze ermöglicht, sodass es nicht so ist, dass, wenn lo am Budget nicht mehr über Logement steht, dass der aktuelle Schäferrot nicht mehr an Punkt Logement weiterkommt. Und da will ich auch daran erinnern, dass aber lo in der aktuellen Koalition auch der Projektmanager führen geht und dass das ein ganz, ganz wichtiges Projekt auch ist. Viert statt erst danach, wo dann auch Logement abordable auch geschafft wird. Die Industriezone, da ist es so, dass das Budget von der Industriezone Schmatz-Urst nicht am Budget integral von der Stadt erst danach dran ist, mit dass das Budget von der Industriezone, weil es eine regionale Industriezone ist, von dem Budget von dem Syndikat, das heißt vom CIA gedroht wird. Sodass wir am Anfang an unserem Budget just eine Estimation gemacht haben, was dann die Kosten von der Stadt Irschen noch sind, wie an der Planung von der Weiterfähre von der Schmatz-Urst mit dran ist. Das Budget vom CIA-Syndikat, den natürlichen Abfluss hat auf das Budget von der Stadt Irschen noch, ist aus dem Grund noch nicht gestimmt gehen, weil Gemengen Berdorf und Befort Komplementarwahlen hatten und da nach Vertreter da noch gestimmt gehen, sodass das alles noch angeregelt ging als münneveren Datum am Januar, wo das Budget vom CIA auch zur Aufstimmung könnt. Natürlich schon mir als Gemeinde auch eine Sozialresponsabilität und das auch nicht richtig von heute gesagt wird, dass man auch kein Bootsfrau mehr hatten oder kein mehr geben erstellen. Wir haben am Ganzen als Gemeinde 10 Personen, die wir angestellt haben, die entweder Langzeitschomere waren, das heißt, das sind sogenannten Emien, oder Leute, die aus einer, die von der ADEM am Fonds proposiert gehen, sodass du schon, statt erst danach, mit den 10 Leuten, die wir an so Mesuren angestellt haben, hier Sozialresponsabilität überhält. Und das schaffen wir als statt erst danach auch schon lange Jahre mit Beschäftigungsinitiativen wie proaktiv, wie sie nicht zu nennen, zusammen, wo wir dann auch Leute, die eben an so einer Beschäftigungsinitiative schaffen, auch nach dem greifen. Sozial ist das auch Office Sozial. Und ich meine, da sind wir an der Kontinuität auch von der vierten Majorität, weil wir den Office Sozial ganz stark unterstützen.
weil man weiterhin bei der Allokation de Vichère auf den Montant, den von der Finanzkommission proposiert gehen, als setzen, weil eben mir auch als, was eben falsch gesagt ging, als weiter auch Gedanken machen, für Logement abordable zu schaffen. Ja, und das ist teilweise Logemente, die dann von der Stadt noch sehen, aber das können aber auch Projekte sein, die man mit Partnern machen. Ne? Kann ich ganz viel selber wollen machen, aber wenn ich das nicht selber kann machen, dann kann ich sich Partner sichern, für so Projekte dann mit anderen zusammen umzugehen. Das ist auch nicht richtig, dass an puncto Heischwasser an Heischwasserindemnisation nicht an der Reset extraordinär steht. Das steht dann nicht bei dem selbsten Posten, so wie das Viertel am Budget stung. Aber wenn ihr das Budget mit den Annotationen liest, dann seht ihr, dass auf ein paar Plätzen steht, dass man am Fonds eine Estimation machen von einem seriösen Prozentsatz, den man als Indemnisation nach a puncto Sportzahl am Breil, Tennisterrain und auch zum Beispiel den Modularbaut von der Spielschule, dass man da nach etwas erwarten. Dasselbe gilt für die Petite Marquise, wo man Reunionen hatten mit dem Kulturminister und dann auch noch mit den Vertretern vom INPA für die Indemnisationsdemand, die vom Vierischen Schäferrot gemerkt haben, als zu präzisieren. Und da steht auch die Reset an dem Budget von 5,1 Millionen, was am Fonds bei der Präzision, bei den Präzisionsarbeiten rauskommt. Das heißt, wir haben ganz konkret noch einen Demand gemacht von 5,1 Millionen Indemnisation, wo wir nicht einen Akkord haben auf einen Montant, aber wo wir einfach einen Akkord de Prinzip mündlich haben, dass wir das als da auch als Indemnisation, wenn es dem Fund oder wenn es dem Stopp von dem Bau nach etwas zu gut steht. Der Maximum von unseren Ausgaben wird man effektiv am Plan pluriannuell finanziell durchlegen. Mit das aber ein Kriterium, den uns auch vom Ministerium de l'Intérieur, wie wir Finanzberatung mit ihnen hatten, und Herz gelöscht ging, ist, und auf dem wir ganz gut als Gemeinde aufpassen müssen, dass das der Kriterium, der sieht, dass die Annuität von der Schuld nicht dürfen mehr als 20% von den Reset ordinär ausmachen. Und an der letzten Estimation von dem Interieur lungen wir da bei 21%. Das ist ein Kriterium, den bestimmt, ob wir unser Budget, respektive ob wir Emprunt, die wir hier stimmen, approbiert kriegen. Und wie das wir da aus sich die Grenze, die es schon überschritten haben, sind wir immens froh, dass wir nach den Gesprächen mit dem Interieur auch einen Emprunt von 20 Millionen, den wir hier am September gestimmt haben, die letzte Woche trotzdem approbiert haben. Und ich meine, dass das dann aber auch von unserer Seite aus so soll gesehen gehen, dass wir trotzdem weiterhin einfach seriös probieren, mit unseren Finanzen umzugehen und auch mit dem Ministerium des Interieurs auch den nötigen Kontakt sollen halten. Der letzte Punkt. Schule und Sportzahl mit Schwamm, das ist nicht, dass da nichts geschieht. Wenn es dem Heischwasser an dem AV negativ, den wir kriegen von dem Kulturminister, haben wir quasi müssen an eine neue Planung gehen von der ganzen Konfiguration, Extension Schule plus neue Sportzahl mit Schwamm. Das ist, weil das Projekt einfach ein Projekt d'envergure ist, etwas, was nicht von heute auf morgen geht, wo wir aber seit letzter Woche bereit sind, für die nächsten Reunionen umzugehen. Und wir werden da sowohl auf dem Ministerium de l'Intérieur durchgehen, wie aber auch an Engels und den INPA, respektive dem Kulturministerium, weil es da dann noch immer darum geht, was man für Schule, Sportzahl, mit Schwamm auch als Heischwasserhilfe kriegen. Und da wäre es wichtig, dass man da mit einer neuen Planung, die dann am Anfang denen zwei Remarken, die man kriegt vom Interieur auf vom INPA, Rechnung dreht. Und da wäre es die Erklärung, für was aktuell einfach von der Zeit hier mal um Stadt von der Planung sind, von der Sportzahl mit Schwämmer, von der Extension von der Schule und da auch noch nicht können, weil einfach nicht möglich ist an einer Exekution
gehen. Voilà, das ist just pure Explikationen nach zu dem, was gesagt ging. Ich hätte auch am Anfang nach zwei Remarken zum sozialen Wolle. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass das Gemeng die Zinkterren, die dann noch der Gärt hat, nicht verkauft hat, mit denen als Beilung für die Bibliothek junge Familien zur Verfügung stellt, für dass die billig zu einem Haus kommen. Und dann hast du nach der Wolle vom Spital, du hast kein Kind darüber angegangen, dass der Tisch mehr oder weniger Budget stehen, dass über drei Jahre das Spital am Anfang den Camping, das gemengte Camping, im Spital der Camping aufgab, hat ja am Anfang ein Budget aus von 7,5 Millionen, was aber de facto können so ein Beitrag von der Gemeng aus an der Extension vom Mospis, von dem zusätzlichen Neubau mit den 52 Zimmern. Das ist auch soziale Investitionen. Ja. Gut, wenn Kimi etwas zum Budget besuchen, da gebe ich für dich den Budget rectifié 2023 zum Wort stellen, wenn hast du mal da auch verstanden? Das sind da neun, wenn hast du da geht? Das sind da zwei. Und dann das Budget 2024, wenn hast du mit dem Budget auch verstanden? Das sind da sechs, wen hast du gehnt? Na, dann. Das sind da fünf. Du hast das Budget du mal da aufgeholt. Da gehen wir auf den nächsten Punkt, wo wir die Jour kommen, und da gebe ich dem Bandwort gehen, der das Leitbild vom Pakt Klimapakt. Merci, Carol. Wir stimmen heute das Leitbild von der Stadt Irsternach. Wir haben das Leitbild am Klimateam ausgeschafft. Carol, ich meine, wir waren 4-5 Sitzungen im Gang, für die Runde zu schaffen. Wir haben uns relativ viel mitgehen, für einen Flut zu summen. Die haben zwischen alle guten durchgelesen. Es geht am Anfang darum, wo wir an den nächsten Jahren hinsteuern werden. Es geht die Mobilität, die Ökonomie, den Notfall, das Wasser, die Luftqualität, die regionale Zusammenarbeit, Kommunikation und Kooperation und Partizipation, wo das sind am Anfang die zehn Themen, die es geht. Das war so, wir haben ein neues Klimateam, weil nach an dem neuen Klimateam da sollen andere Vorschläge kommen, für das Leute mit Nike auf die Liste zu holen, sind wir bereit, das auch zu machen. Voilà. Wir werden ein Audit aufrufen, den Oslo aufgefroht gehen. Wir gehen davon aus, dass wir die erste oder die zweite Zertifikation werden kriegen. Ja. Ich freue mich drauf, ob die gut zusammen erwischt. Voilà. Das wird schon. Gehen nicht froh zum Leitbild. Gut. Da gebe ich das Leitbild von dem Papier. Klimapakt zum Wort stellen. Wen hast du da verstanden? Sind da Lutzeng? Jean-Claude Lorackent. Willst du das Leitbild vom Klimapakt mit stimmen? Ja, ja. So. Das können wir schneiden. Ein bisschen schneiden. Dann hast du das auch unanim geholt. Just ganz kurz, ich muss mich leider entschuldigen. Sie stimmen nur das Büro vom Sigre und schon du meine Kandidatur Gestalt und wie du wirst, les absents sind toujours tort. Dafür meine ich mich lobte wie. Nein. Für du noch zuerst sind nicht aber zurück. Nein. Gut, da gehen wir weiter auf den Punkt 7. Und das aus der Approbation vom Dekont. Von der Paulsplatte, ich hatte viel in einem Budget gesucht. Wir probieren hier noch ein Subsidie zu kriegen. Schon mit Qualität und schon zu lang, klar. Ja, und ich habe noch Bescheid gegeben, dass sie kommen soll. Dafür gebe ich so, wir machen einfach weiter. Für das wir ein Subsidie kriegen, muss man einen Dekont machen von den Nachbarn, die gemerkt haben. Und dafür
wollte, dass man den Dekanter auf den Norden du Jour holen, für dich schon auch zu stimmen. Die sieht, dass 2023 du 135.227,67 Euro dass man du ausgehen wollen. Oder hat eine Erinnerung vor zu dem Dekont. Da gebe ich den Dekont zum Wortstellen, wen hast du mir da auch verstanden? Der das Unternehmen, das sind da 10. Merci. Dann der nächste Punkt, das Musikshow, das ist eine Kreation der Post von einem Salarié-Attache intellektuell. Und du hast es so, dass man eine Post schärfen, einen Redakteurposten von 75%. Ich habe dann der Dokumentation gesehen, dass der der Posten ist, den man auch mit den anderen Bürgermeistern von den konventionierten Gemengen diskutiert hat. Weil die Kosten auch vom Personal am ganzen Pott von der Musikschule proportionell auf die Gemengen abgedeelt gehen. Dafür ist das etwas, was man auch mit den anderen konventionierten Gemengen diskutieren. Voilà. Gehen wir dazu fragen. Da gebe ich das Kreation der Post zum Wort stellen. Wie hast du mir da auch verstanden? Das ist auch unternehmen. FC. Dann haben wir auch parallel zum Budget nach einer Approbation von einem Avenant von der Konvention zwischen der Stadt Jerschan nach an der Trifolion ASBL stehen, dass es so, dass es heute geht, für, so wie es auch am Budget draufsteht, die Indextranchen, die erfallt sind, zu konsiderieren an der Summe, die Stadt Jerschan nach zum Trifolion kontribuiert. Dazu ist es wichtig zu sagen, dass die Kontribution vom Staat aktuell nicht indexiert ist. Der Staat hat eine Kontribution zu dem Trifolion von 492.000 Euro und die Kontribution von der Stadt Irsternach, wo der Index dann mit konsideriert ist, von diesem Jahr, die liegt bei 680.977,13 Euro, was aber hauptsächlich auch den Teil von der Kulturoffer und von den Personalkosten aufdeckt, natürlich zusammen mit dem Subsid vom Staat mit Gesäden, aber darum, dass die Paar von der Stadt ist dann auch entretemps, aber viel mehr höher ist wie die Paar von dem Staat. Voilà. Dazu war ich froh zu dem Avenant. Das gebe ich denen zum Bordstelle. Wen hast du mir da verstanden? Das auch unanim zu zeigen. Und dann gebe ich dem Jean-Claude Voltkin für das Spidol. Ja, das ist ein Informationsbetrieb. Das ist das System, Terrain zu Bash. Und der Bohnenberger, dass der Bohnenberger aus dem Spidol getreten hat, dann von Golden Terrain wollte, gewissen Terrain wollte kaufen, 183a, das Ackerland, wo ein Projet du Plan Directeur Paysage drauf bleibt, dass das eben mir besser und seine Terrain rückfindet. Also die 183a, die sind dann für die Summe von 30.810 Euro für Spidol dann in den Bodenberger verkauft. Okay. Merci Jean-Claude. Gehen wir zu freuen. Da gebe ich den Notarier von der Wand von diesem Terrain zum Bord stellen, wenn hast du mir da verstanden? Nicht klar. Da das auch unternehmen zu zählen. Dann noch ein zweiter Punkt vom Spidol. Also korreliert dazu, das ist das am Anfang eine Chance der Terrain. Wo Spidol dann mit den Brunnenwerken, wo sie Terrain tauschen. Das ist das die Parzelle vom Hospice-Civil, das 1 Hektar 74 Jahre, die wird getauscht gegen den Parzelle vom, die den Meer Brunnenwerken kreiert, von einem Hektar 71 Jahre. Merci Jean-Claude. Heute noch ein zu diesem Échange de Terrain froh. Da gebe ich auch diesen zum Wort stellen. Wen hast du mir da auch verstanden? Die. Da das auch unternehm. Kolla, du musst dir den Kopf anziehen.
Aber da geht es mal zum Trostknäppchen zusätzlich geschafft haben, und wo auch schon ein rund 25 zusätzlich Terrain, wo dann möglich geht, dass wir bebaut zu gehen, an dem PHP möglich gemacht haben, wo übrigens noch bei dem ersten PHP noch kein Demand, noch keine Baugenehmigungen rauskommen sind, wo wir aber in der Position sind, dass es möglich ist, auch da schon aufhängen zu bauen. Und hier ist ein Projekt PHP Mittelgrund 2, was dann am Punkt Verlängerung ist von dem Projekt Mittelgrund 1, der bis an Trude Verger hin geht, wo die Möglichkeit besteht, nach ein Jahr ein rund 40, ich meine sie genau 44 potenziell Wohnungen, die da nach ein Jahr können geschafft gehen. Der wird hier den die findet statt, nachdem das Eisen PAG approbiert ging aus von dem Interieur, der Tumor müssen aufwerten. Die Prozedur von dem PHP Mittelgrün als aber in dem Freire Schäferrot und auch nach 4 und dem Pakt Logement 2.0 umgegangen gehen, sodass am Anfang heilo die letzte Etappe die ist, dass wir das Projekt hier am Gemeinderat approbieren. Voilà. Ich gebe erst vielleicht Wort gehen für ein paar technische Präzisionen zu gehen. Das ist auch eine kleine PowerPoint-Präsentation, wo da ein paar Indikationen hat zu der Situation und wo man auch dann ob Frauen, die kommen, können angehen. Ja, guten Mittag. Ich gebe dann hier den Projekt präsentieren. Hier sieht da einen Ausschnitt aus dem PAG, wo man gesehen, wo das Projekt liegt. Es sind rund 2,5 Hektar. Proprietären sind EDSA, das ist Firma von Agilia, der in Röven an der Villa da wohnt, an einen kleinen Teil innen aus am Projekt aktuell als zwei Worte. Der Tisch, der heute gesagt in dem Nachschritt aus dem PAG. Von der Heilung gesehen, da gesehen wir den Plan vom PHP. Sind alles hier im Plan, als alles hier oben E-Familienhäuser. Das ist mein hier eine Straße, die hier oben und dann weiter durch das Projekt geht und dann oben und den Teil von der ersten Phase Mittelgrund, die schon gebaut ist. Und dann nochmal parallel nach einer Sackgasse, die hier raufgeht und hier in den Last geht. Und hier mit einem Wendehammer, wo im Moment Propelskamion gedreht wird, wo auch hier ein Retentionsbecken ist, dann abhält. Hier haben wir eine Verbindung auch mit einer Treppe zwischen den zwei Straßen. Kann ich vielleicht so in den Terrain, den heute. An drei Residenzen von drei Unitäten, die jeweils oben ein Haus stehen, wo er geht, und dann ob drei Stück jeweils bei den drei Unitäten drei Wohnungen haben, und für den innen von der anderen Straße, für den an den Garage ran. Das ist einfach für ein bisschen
zu so, wie das dann am Terrain hat, nur an der Kupp, die ich hier weise, das heißt, ein Längskupp durch Terrain, wie den Terrain eben längs der Straße aus, und die Heikuppe so mehr aus, der Tisch Heigeseide zum Beispiel, zwischen den zwei Straßen, wie in dem Element man da haben, aber wie noch gesagt, wie die Residenzen da dann angebunden sind, natürlich von innen für den an die Garage, und dann den drei Wohnungen, und bald steht ein Wohnung, und dann geht den nimm einen E-Stock, den nach dem Boden guckt, eben zur Straße, wo ihn zu dir geht. Und dementsprechend wollen wir in all Agehal mit einer Session von rund 21% an es sind 44 Wohnungen, wovon er eben mal 13 Appartementen und dann hat sie die Familienhäuser. Da gesagt, in Heinenker, wie das Ganze eben angebunden am Terrain ausgesagt, das ist das Ganze das auch noch begrenzt, wo in einem kleinen Kulevert zum Beispiel hier an dem Burg vom Projekt hier hat, die auch noch das ganz begrenzt. Aber wir haben noch als Straße gesagt, in hier relativ gut, die haben wir auch den Moment begrenzt. Das ist schon ein Kulevert am Projekt so gemäht, dass eben grenzt durch das Projekt zieht. Und ich meine, die Doppelänge sind echt ein bisschen mir selbst sagend, wo ihr gesagt, wie das Ganze eben dann am Terrain integriert das. Ich habe von oben geguckt. Aber wie gesagt, alles kriegen die ich alles vielleicht da. Und habe gesagt, ich denke, das Projekt dann läuft, wie den eben wie eine Kontinuität zwischen beiden Projekten dann aus. Nein. Vielmals merci. Danke. Vielmals merci, Herr Oping, für die Präsentation. Als Chefrot ist das heute für uns ein weiteres wichtiges Projekt. Wir haben viel beim Budget auch über Logement geschwärt. Logement als eine öffentliche Aufgabe. Logement wird aber auch für Privaten gebaut, sodass das heute ein privater PHP ist, wo dann statt dann nachher war, mit der Möglichkeit von rund 44 Wohnungen, aber neue Wohnraum kann geschafft gehen. Für das muss natürlich die Infrastrukturarbeiten gemacht gehen. Mehr kann ich aber an einem Planning rechnen, dass die Infrastruktur habe ich innerhalb von einer Lehre von zwei Jahren kann gemacht gehen. Das ist natürlich dem Bauherr seine Decision, wie nie die Sache will umgehen. Das ist leider nicht an der Hand von der Gemeinde. Wir sehen diesen Projekt auf jeden Fall als Schäferrot ganz positiv, weil eben zusätzliche Wohnraum, den wir aber ganz oft sichern, hier an erster Nacht auch zur Verfügung stellt. Ich als Präzision. Wie das mal am Pakt Logement, nicht am Pakt Logement 2.0, sind das hier ein Prozentsatz von 10% für Logement abordable zu respektieren, was dann noch am Projekt 4 gesehen ist. Das heißt, es kommen auch hier abordable Wohnungen, die dann eben auch den Leuten können zur Verfügung gestellt gehen, die sich vielleicht um normale Marché dann nicht können leisten. Voilà. Gehen jetzt froh zu diesem PHP. Ja. Sicher ist die Gemeinde nicht teilweise angebunden, auch nicht Infrastruktur, der Kanalisation oder etwas so. Das ist pur privat alles, wo das okay. Ja, das Projekt sind also private Projekt, wo die Gemeinde dann nicht an Verantwortung könnt. Und das ist das, was ich für noch am Budget wollte sagen, dass, wenn es darum geht, effektiv als Kanalisation natürlich so abzustellen, dass wir auch mit unseren Infrastrukturen es packen, wenn die zusätzlichen Wohnungen geschafft gehen. Und dafür müssen
auch um Niveau von der Rückrunde weiter Infrastrukturarbeiten gemacht gehen, weil aktuell läuft das Wasser alles zusammen inne bei der Lehrer, eher dann Richtung Lützebäuer Straße läuft. Und da haben wir einen Punkt, den wir müssen ausbauen an dem Projekt, also an der Planung, an dem muss auch umgesetzt gehen, für dass wir bereit sind, für die zusätzlichen Leute, die dann hier werden wohnen, sowohl am Mittelgrund 1 wie am Mittelgrund 2, dann auch zu packen, das heißt Infrastrukturen, die packen, wieder das etwas von den Projekten, die nur am Budget 24 mal 4 gesiegt haben. Voilà. Carol, ja. Carol, du hast noch verschiedene Sachen schon genannt, was alles muss für Druck gemacht gehen, auch von unserer Seite aus, auch vom Bau her, du hast gesagt, das hängt vom Bau her auf, geht es doch schon einen Zeitplan, wo in ihr Schmatt gedehlt wird, wie ein plant an den nächsten Jahren, dass man da wissen, wen ich wert will, oder? Wir haben aktuell keinen direkten Zeitplan. Ich denke, dass den Zeitplan wahrscheinlich auch kann mit ihm diskutiert gehen, wann man ob es durchkommt mit echten Umsetzungsprojekten, weil da sehen wir ganz konkret, wie viel das nur soll, vielleicht an einer echten Phase gebaut gehen, kann er sich bei seinem großen Projekt mit einem Hauptproprietär und einem kleinen Proprietär vorstellen, dass es vielleicht pro Phase gehen, das heißt, dass das Projekt auch vielleicht nicht an einem realisiert gehen, sind ja aber ziemlich viele Wohnungen, die können potenziell gebaut gehen, aber wenn man da ein Dossier haben, den man antrollen könnte, dann können wir euch gerne da auch Kuchen halten. Aber für dich muss die Infrastruktur gemacht gehen. Und das wird aber ein bisschen Zeit anholen. Weil du weißt gut, wenn die Leute froh sind, ja, mit für wen ist das dann? Ne? Dann ist es immer schwierig, dass jetzt antworten. Ja. Mit das. Ja, ich so. Du bist nur ein Ehescher. Für AP, die in Botella tritt, und dann kriegt das nicht ab. Oder zum Ministerium. Nein, ich hab das nicht. Oder dann ist es so. Und dann kriege ich ja. Ja, ja. Das ist schon das Lied, wo ich das Lied habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich ein Stück bisher noch der Wein auf der Straße oder so fort. Ja, ich glaube, das stimmt. Ich meine, nur alle, wenn sie das Tätsch sind, da kommen nicht durch. Na ja, ja. Meist hier, sondern wenn ich mit dir auf der Aufstehe, so ein Haus, so viel mehr als das. Das sind wir bei 2-3 Jahren, also auf Reste. Voilà. Vielen merci, Herr Urbing. Geben wir noch den Projekt. Der PHP zu dem Wort stellen, wenn aus dem Maler aufverstanden, das als Unternehmen bei Zing Wotteln. Ich muss merci für die Präsentation. Ja, das. Dann geben wir zurückkommen auf den Ordre du Jour. Merci. Da gehe ich mal zurückkommen auf den Ordre du Jour, wo wir noch kleine Break hatten. Punkt 11, das ist die Denomination von der Kommission de l'Integration. Es ist so, dass ab dem 1.1.24 die Kommission de l'Integration abrogiert sind, gesetzlich. Wir hatten aber noch ein geschafft, weil aus sich an Eisenahn Kommission du Vivre Ensemble Interkulturell, wie sie dann nur ab dem 1. Januar heißen, aus euch ein Switz sind von den Kommission d'Integration. Das einzige, was aus euch hauptsächlich ändert, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass auch Personen, die zuerst noch schaffen, können Member von den Kommissionen, von der Kommission gehen. Das heißt, das wird nur noch am Anfang aussteht, dass das eigentlich ein Appell zu machen, ob eventuell Personen, die zwischen noch schaffen, nach Welten sich melden, für an der Kommission de Vivre Ensemble interkulturell mitzumachen. Voilà, hier geht es an diesem Punkt mal drum für die Denomination, ob den 1. Januar 2024, so wie das eben auch vorgesehen ist, aufzuändern. Voilà, kann ich dazu freuen. Da gebe ich den heutigen Punkt, das ist Denomination. Die Kommission wird aufgeändert, eine Kommission konsultativ du Vivre Ensemble Interkulturell zu Wort stellen, wenn du mal da verstanden hast. Das Unternehmen zu Ning. Ja. Der nächste Punkt ist die Nomination von den Delegierten von der Kommission konsultativ du Vivre Ensemble,
wo dann lo die Personen mit auf der Lust draufstehen, die sich entweder über den Gemeinderat gemeldet haben oder sich über die Ausschreibung, die wir auch schon gemacht hatten, gemeldet hatten. Und da wurde eine Lust an dem Dossier beileihen von den Kandidaten, die sich da gemeldet hatten. Und ich will das Lust und sich dann auch zur Aufstimmung bringen, selbst wie du noch Dabelsgruppen kommen. Wird du eine Frage dazu zu der Komposition von der Kommission du Vivre Ensemble Interkulturell ab dem 1. Januar? Okay. Okay, dann schreiben wir dich so dabei. Also, gesehen, okay, Problem. Ja, okay, kein Problem. Dann die Lösch, die wir hier holen, plus Tanja, voilà. Okay, wir starten zum Wort stellen, wenn das aber da verstanden. Das ist auch unangenehm zu zeigen, voilà. Da kommen wir auf den Punkt 13, das ist die Nomination von den Personen, die an den Arbeitsgruppen dran sind. Da war der Delay für sich anzuschreiben bis den 6. November. Das konnte man nicht mehr auf die letzten Orte des Jahres mal draufholen. Das ist bei dem Heizen. Die hat jeweils die Lust von den Leuten, die sich gemeldet haben, an die wir auch proposieren als Chefrat, alle Guten an die Arbeitsgruppen noch mal abzuholen, am Dossier leihen. Du hast für dich die Gruppe der Travail, meine erste noch. Wo ich proposiere, wenn es fehlt, die sollte man auch, wenn es fehlt. für die auch zum Wort zu bringen, wie hast du mir da auch verstanden? Das ist auch unangenehm zu zeigen. Dann auch die Nomination von den Delegierten an dem Groupe de Travail vom Klimateam. Da liegt auch die Lust am Dossier von denen, die sich gemeldet haben. Wie hast du mir da auch verstanden? Okay, das ist gut, dass ihr es sagt. Also sie sind am Science-Programm am 1. dabei. Okay. Also die fand alle gut, die Leute, die sich gemeldet haben, von der Allgäuten hat den Punkt mini erst danach. Voilà. Dafür gebe ich dann los, den Leute, die dann den Gruppe de Travail Klimateam geben für Besetzen zur Aufstimmung bringen, wen hast du mir da auch verstanden? Das ist unangenehm zu zeigen. Dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe Is Geschichte, Is Patrimoine. Du meinst, es ist eine kleinere Macht, weil du uns immens viele Leute gemeldet, die hier mitschaffen wollen, was ich persönlich ganz, ganz flott fand. Da werden wir probieren, vielleicht das Ganze abzudehnen. Das aber aus Erfahrung von den letzten Jahren nicht immer ganz einfach, wenn ich zu 20 in einem Gruppe aus zu schaffen. Aber es gibt genug Sujets, die wir an dem Arbeitsgruppe Is Geschichte, Is Patrimoine können ausschwätzen, sodass ich sodass wir aber geben, proposieren, die Leute, die sich gemeldet haben, aber alle umzuholen und dann auch intern vom Arbeitsgruppe vielleicht die ein oder andere Zugruppe zu machen, für das es sich da besser schaffen lässt. Ich meine, ich glaube ja auch über das Stadtmarketing, die Gruppen, die auch an dem heute Sinn geschafft haben, die Leute haben sich am Anfang quasi alle guten Rum gemeldet, sodass sie sich da eigentlich eine flotte Abdehnung kann gehen, für vielleicht den ein oder anderen Sujet dann auch zu diskutieren. Voilà. Gut. Wenn hast du mit Anverstehen die Leute alle gut zu nennen, das ist auch unangenehm zu zeigen. Und dann haben wir noch einen vierten Arbeitsgruppe, das ist eine Arbeitsgruppe Geschäftswelt, wo sich auch ein ganz Reihe Leute gemeldet haben, den ich auch gerne zur Aufstimmung bringen. Wenn hast du mit Anverstehen, das ist auch unangenehm zu zeigen. Merci. Ich bin ein kleines Frau, Männer so an einem Jahr oder so, auch da den. Am Anfang sich bei den Arbeitsgruppen ein paar Leute gemeldet haben, die dann einfach nicht oft oder nie kommen sind. Und ich meine, wenn ihr da gesagt dass vielleicht noch so mal Leute sich könnte melden. Ein anderes Beispiel aus der Arbeitsgruppe Mini ist dann noch, da haben sich noch 5 Leute gemeldet, da das noch ausbaufähig ist. Du weißt, manchmal kann ich durchaus
vielleicht den einen oder anderen Abruf nein kann machen. Wir müssen das aber noch nicht diskutiert, mit der Erwerbsfeld nicht ausschließen. Ich meine sowieso, was wichtig wäre, ist, als Ziel zu gehen, dass einmal das Jahr manst ein paar Punkte zu machen. Von der, was habe ich gesagt? Muss ich schon. Ja. Ich und, also, von der Jugendherberge, das selbst, was uns aufgefallen ist, wie wir die Konvention durchgegangen sind, die Stadt erst danach mit der Jugendherberge schaut. Da ist nämlich aufgefordert, dass es eine Kommission mixt gibt, die zusammengesetzt ist von jeweils einem Delegierten von allen Fraktionen und dem Gemeinderat plus Membren von der Jugendherberge Zentral. Und dafür wollten wir das Kommission Mix, so wie sie an der Konvention eben auch vorgesehen ist, auch hier zum Wort bringen. Der Dienst war das, müsst für alle Fraktionen müsst ein proposiert gehen von ihr, für an die Kommission Mix dort zu kommen. Dafür, so dass ich just wem mal stimmen. Voilà, der Christoph Origer für die Gring-Fraktion, den Luz Söll für DP, Tanja Roscher für CSV. Was wird das? Nein, ich bin es. Und Luc Birgen für TLSAP. Und mit der Konstellation gebe ich dann froh, also man da auch verstanden sieht, dass die vier Personen dann als Delegiert sind an der Kommission, die man dann gebe weiter und die Jugendherberge zentral gebe, dass sie hier Leute eben auch können nennen. Findest du mal da auch verstanden? Das ist auch unangenehm zu zeigen. Merci dafür. Und da kommen wir auf den Punkt 15, wo, wie der Jean-Claude Fidro beim Budget gesagt hat, die Konventionen an den Ort der Gerd, wie sie jetzt sind, wo ja 10 Terrain über bei Amphitheotik von der Gemeinde über Kandidaturen und über Kriterien vergehen gehen. Und da haben wir heute die Approbation von 9 von den Konventionen. Das ist vielleicht aufgefallen, weil das sind 10, die nicht dabei sind, wo die konzerniert lo schon auf der Basis von Demanden, die sie und Entrepreneure gemacht haben, gemerkt haben, dass sie sich Haus, also ein Haus auf dem Terrain nicht können leisten und die da leider aufgesprungen sind. Und da wollen sie das am Anfang der Grund, für was hier just neun Konventionen sind, wobei ich noch muss sagen, nur der Konvention könnte auch dann sind ja da sind der acht Schattenmeid für den ja das muss ich nur denken nur freuen also Menge Informationen also so steht das hauptsächlich eh nur aufgesprungen hast vielleicht schon mal auch nach ein vielleicht schon mal nach ein Konvention dann noch schreiben der Zirkel das weiß ich noch nicht mehr aber auf jeden Fall a priori ist eh nur aufgesprungen sodass bei engem Terrain den nächsten an der Reihe dann drucken könnt. Wie das man dann, egal wie nach Enka müssen, die Konvention mit dem Neuen dann stimmen und approbieren. Und dass man sowieso, wenn Notersakte gemacht sind, die auch nach Enka müssen approbieren und Notersakte sind geplant,
wenn ich mich richtig erinnern kann, für den Februar nächstes Jahr. Voilà. Okay. Hä? Gehen wir so froh in Remarken. Da gebe ich die Konventionen, die wir noch hier am Dossier haben, zur Aufstimmung gehen. Wen hast du mal da verstanden? Das sind dann nicht unternehmen. Dann haben wir noch einen weiteren Delegierten, den wir noch nicht genannt haben. Und das ist den Delegierten für Koppel Natura 2000 Müllerdal. Das ist ein Gremium, wo wir die letzten Jahre vom Bürgermeister vertreten waren, aber wo wir dafür proposieren, dass ich auch als Delegierten da weiterhin bleiben. Voilà. Die das mal da auch verstanden? Der das auch unternehmen zu nehmen. Punkt 17 vom Ordre du Jour ist die Approbation vom Reglement Intérieur von dem Parking auf der Gare. Der das Reglement, wird man schon ein Jahr hier an dem Gemeinderat gestimmt tun, wird man an den Interieur rausgeschickt tun, wird man aber dann mit verschiedenen Modifikationen zurückgekriegt tun. Da sind noch keine inhaltlichen Modifikationen dran, im Sinn von, dass sich nur etwas in dem Prinzip geändert wird. Mit das hauptsächlich Adaptationen juristischer Natur, die gemacht wurden, sodass sich vom Prinzip her nichts Großes geändert wird. Voilà. Wenn du keine Fragen dazu gehen, gebe ich auch dieses Reglement zur Aufstimmung bringen. Wen hast du mal da verstanden? Das zu zängen dann. Schon noch ein kurz froh. Ja. Hast du mal ein Parking oben, so ist das für jede Regelheit oder nur für die Residenz? Das soll für jederin gratis sein, an den Ofenstunden eben bis morgens frei. Ja. Genau, für jederin, ja. Was dann sowohl die Residenz so gut könnt, die Ofens ihren Auto eben wollen parken, wie aber auch, und ich meine, das ist eine Wolle, die also auch wichtig war, für Leute, die aber auch gerne Ofens an nicht nach Erste kommen oder Touristen, die dann auch nach Ofens mehr lange nicht nach NRW sind. Oder Leute von außen. Das ist schon interessant, wenn ein Parking da ist, den gratis ist, ich was nicht. Leute von Mama schon gut. Ja. Das ist ein Platz von am Kerl von ihr schon nach. Ja. Wir sind froh, wenn der Parking fertig ist. Das ist ein wichtiges Projekt für die Stadt ihr schon nach. Voilà. Dann der Punkt 18 ist ähnlich wie der 17, das ist die Approbation von einem Gemeindereglement über die Utilisation von der Sportzahl am Breil. Den hat man an derselben Sitzung auch schon aufgestimmt und da sind auch Adaptationen juristischer Natur gemacht. Da geht es um die Utilisation von der Sportzahl, das hat man aber effektiv auch schon heute diskutiert. Voilà. Wenn du keine Fragen dazu gehen, gebe ich das Reglement auch zur Aufstimmung bringen. Wen hast du mir da auch verstanden? Das unternehmen zu zeigen. Der Punkt 19 hatte man schon vier geholt, das ist der PAP Mittelgrund 2. Und dann haben wir Punkt 20 eine Konvention mit dem Syndikatinitiative über die Exploitation von den mittelalterlichen Tiermaschern. Von meiner Konvention gemacht und ich stand erst danach an dem Syndikat, für so zu regeln, was auch das Subsid von uns ist, respektive was auch dort die Kastenabdelung ist, für das das mir klar ist, dass das etwas, wo man, ich stand erst danach an den letzten Jahren am Prinzip die große Kasten gedrohen hat, weil aber nirgends festgehalten war und da wird zu mir die Konvention gemacht, für das mir juristisch mir klar ist, wen sich darum wert muss kümmern. Ich bin nicht froh zu der Konvention. Da gebe ich das zum Wort stellen. Wen hast du mir da auch verstanden? Das Unternehmen zu Zeng. Und dann haben wir noch ein Avenant zu der Konvention mit dem SEA, Service d'Education et d'Accueil. Das ist ein Avenant für 2023 mit der schon noch Kannerstufe. Weil da gehen nicht so
Ich bin dazu froh, und da geht es hauptsächlich um die finanziellen Kontributionen von der Stadt an die Gemeinde. Und dazu kann ich vorgehen, gebe ich auch das, diesen Avenant von der Konvention mit Kit Kannerstoff zum Wort bringen, wen hast du mit aufverstanden, dass das auch unternehmen zu zeigen. Dann Informationen. Ich meine, du hast die meisten Informationen am Kader vom Budget schon gehen. Sieh das. Und du läufst zu. Ja, ich schaue zu an. Ich gucke, ob der letzte Reunion da vom CIDES-Coaching Propos gemacht, die wollte man sich zu ein paar Erinnern kommen, für die Projekte noch vorzustellen, noch mit dem RUB. Und erst danach, als ich ging so an eine von den Hauptgemeinden aus dem Osten, die da mit kontribuieren, aber auch die davon noch profitieren. Und dafür wollten die zwei Sekretärinnen dann noch direkt mit dem ich komme dann mit dem Ingenieur da, und die wollten dann nach hinten kommen, für das kurz zu präsentieren. Und, ich ging mir das vielleicht in gut sagen, da können die nicht. Informiert, dass Innovos und Gemeinden angetreten ist, für größere Projekte zu gucken, ob Flächen freigestellt können gehen von der Gemeinde für Solarpanelen. Und da war schon ein relativ ein konkret Ausarbeitung von einem Projekt für den Parking beim See. Park N3 hat das mittlerweile gesehen, hat der Bennett erzählt, ja. Und da war am Klimateam gesagt, entweder das Klimateam mit vier gestaltet oder der Chefrot, und das dann da noch dem Klimateam. Diskussion, gell, war das festgehalten in der Tisch, dass ich da gucken kann, ob was für wie ich kann gehen. Ja. Ja, das können wir gerne machen. Es sind im Moment sowohl Betriebe wie Privatleute sind da ganz, ganz viele, die Photovoltaik auf die Dächer machen. Das ist im Moment, das werde ich heuer meistens als Bürgermeister unterschreiben und Autorisationen. Mhm. Das ist als Information, weil voilà. Da war auch die Information über gerade über die Klimaagenz. Da war ja ein ganz rund gedreht. Ja. Ich meine, du gesagt, was zum Durchleuen muss. Mit Klimaagenz gesagt, noch, dass das an die Lut geht. Ja. Voilà, dazu Informationen müssen sind nur noch Frauen. Ja, wir haben keine Frauen Ragin, hat jeder Ragin. Wir hatten express keine Ragin, weil da war ein langen Ordre du jour. Just vielleicht eng, weil bei dem Budget aber überhaupt passt. Mm-hmm. Wäre flott, wenn wir geben, vielleicht ein Organigramm kriegen, dass wir den ein bisschen abschaffen. Zu viele Leute, die gegangen sind, neu gekommen sind, Aufgabenbereich evoluiert ja permanent. Ich meine, du hast ja auch viel geschafft gehen beim Abschaffen vom Budget, auch Personal, wie viel drin angeklungen gehen hast. Auch für die neuen Membranen am Gemeinderat, also manchmal auch flott zu sehen, wie, weil er eigentlich mit heute gemacht so und wen er möchte. Ja, das können wir ganz gerne machen, weil wir sind auch am Gangen drin zu schaffen, weil wir ja eine Person haben, die seit dem 1. Dezember hier schafft, nein, mit einer Person, die ganz Januar aufhängt, und dann haben wir ja eine zusätzliche Person, die als Sekretär Adjoint aufhängt, sodass es auch an dem Sinn
an auch eine Person, die am Servicetechnik aufhängt, sodass es doch an dem Sinn für uns wichtig ist, dass Asians Day, die hier aufhängen, wissen, was hier Aufgabe sind. Und zweitens auch, dass alle die anderen, die schon hier geschafft haben, auch wissen, was denen hier Aufgabe sind, dass man am Anfang als Equipe funktionieren, weil das zwar sind zwar verschiedene Services teilweise, mit der selben Verwaltung, und das manchmal wird ganz wichtig, ist, dass jeder noch weiß, was den anderen zu der Verwaltung kontribuiert. Weil auch just an das ganz kurz, also just weil ich gesehen ganz positiv, dass du kommuniziert, dass du im Internet sieht von der Gemeinde man Friedefeier relativ klar kommuniziert, dann haben das just vielleicht, wenn wir leicht darüber diskutiert haben, weil das im Sit dann vielleicht schon nicht auf den sozialen Medien, aber als Gemeinde vielleicht nicht just dealt, weil ob das Sit wissen, wie viel da gucken. Aber auf jeden Fall einfach gut, die Kommunikation im Sit, das, weil die ist relativ klar, dass Leute dann einfach wissen. Weil ich meine, okay, wird mir wahrscheinlich schon nicht den Luftführer und nicht, ja, den das raus ist. Ganz klein, weil ich halt global vergiss, ich bin nur zwei, dreimal darauf angeschaut gehen, dass die Leute nirgends gesehen werden, um Ordre du Jour aus von der Gemeinde. Ich werde aber selber nicht noch gucken, dafür ich will ich nicht heute so, dass das dann nicht so ist. Aber ob der App zum Beispiel von Eastern nach geht, den Ordre du Jour von Gemeinde Rot, weil wir mir ja kriegen, als ja publik. Das heißt, wenn Leute wollen wissen, wie sie das von ihr sprechen. Das ist eine Remark, ich habe so gesagt, kriegt, und schon so nicht verifiziert ihre Leute so. Wäre vielleicht interessant dann. Wir gucken das noch. Wenn es im Internet sieht, ob drauf sind, mehr, ob es auf der App-Applikation accessibel ist. Im Internet sieht, habe ich gesagt, die Person hat sie nicht gefunden. Wir haben schon nicht probiert. Wir haben es ja einfach, wir kriegen geschickt. Ja. Da gehst du nicht noch gucken. Wir, das, wir gucken das noch, ob ich ihn durchfinde. Ich hatte auch noch eine kleine Remark zu dem Thema, weil du schon eine und an meine WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Just wie das logisch drehende Kontext hört, dass ich mal sage, eine Madame an der Rue de Chemin de Fer angeschaut habe, dass sie mit einer von einem französischen Auto durchgefahren ist, wo normalerweise kein soll durchfahren, den nicht da wohnt. Und du sie nicht ganz, ganz dumm angemacht gehen. Und ich hätte da nichts zu melden an euren, du an der Pöscher, die nicht sowieso die Autorisation gehen, für da durchzufahren. Du hast mir darauf geantwortet, dass man just eine halbe Pöschert hätten, dass das Situation ging schwierig machen. Mir das eine Sache. Eine Sache als eine halbe Pöschert zu und eine andere Sache als wenn die Pöschert tatsächlich beim Schumann steht und man dann aber durchlässt. Ich fand das ziemlich unverschämt für all die Leute, die sich schon von den Regionen haben. Für allem, wenn ich noch bedenke, dass auch behindert kann bei der Basilika parken und dann zu Fuß raufgehen, auch wenn es rennt. Und dann so eine Person dann durchzulassen, das fand ich wirklich nicht gut. Also du hast ganz recht, natürlich meinte Fähre aus ein Anliegerstraße, sodass du im Prinzip auch keinen darf durchfahren. Das ist ein bisschen noch ein Problem und Attributionen, weil als Pescher den Hund aus der Schnitt Attributionen für ihn zu protokollieren, der durch die Straße fährt, den nicht darf durch die Straße fahren. Das heißt, das ist aus sich eine Attribution, die aktuell der Police vorbehalten ist. Wir hatten aber am Anfang vom Schuljahr hatten wir am Anfang von hinten oben bei der Rüdischmende verstehen und den anderen hatten wir unten bei der Schule stehen. Das ist effektiv lo mit der Zeit aufgeändert gehen, wodurch Mengen, dass von wichtig ist, dass da gewisse Rollement soll dran sind, weil mal, die Leute, die hier wollen, sich da nicht und etwas halten, die fanden ja ihre Weh. Das heißt, wenn sie merken, dass sie dann auf der engen Platz steht, dann so, ich will kein mehr Schlechtes mehr, wenn ihnen das will kontornieren, dann möchte ich das vielleicht auch. Die Pescherten. Voilà. Tischt. Der da selbst hat man der Polizei auch denken können weitergehen, dass sie vielleicht auch an einem gewissen Aufstand punktuell trotzdem auch sollen präsent sein auf der Platz.
was uns keiner vorhut, gebe ich euch. Merci so.